an euch beide mal. Winzer, die nur ihren eigenen Wein trinken, sind für euch. Für Idioten. Einverstanden. arme, einsame Menschen. Eine Premium-Marke kann man nur aufbauen, wenn man auch Premium trinkt? 100%. Es geht nicht darum, dass man teure Weine trinkt. Es geht darum, dass man gute Weine trinkt. Es gibt auch bezahlbare Weine, die sehr gut sind. Das ist ja toll in Deutschland. Es gibt in allen Winkeln Deutschlands Winzer, die für bezahlbares Geld, es gibt leider noch viel Winzer, die für bezahlbares Geld erstreckend gute Weine machen. Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise, und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Ja, gemeinsam mit dem Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen begrüße ich hier heute Roman Niewodniczanski von Van Volxem. Und er hat es geschafft, das Saar-Weingut in nur knapp 20 Jahren in die Champions League zu katapultieren. Wie er das gemacht hat und was die nächsten Steps sind, die so ansteht, das verrät er uns hier gleich. Eine wirklich spannende Reise durch die Geschichte des deutschen Weines und auch durch Romans Leben. Also bleibt dran, das macht echt Spaß. Wir stoßen mal an. Chin Chin, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Sag mal was zu deinem Wein. Du hast ihn ja mitgebracht. Wolltest du ja mal zeigen. Was muss ein Wein überhaupt erfüllen? Muss schmecken. Das ist das Wichtigste. Ich finde, er muss ein paar Spielregeln erfüllen, die ich von jedem Wein dieser Welt erwarte. Und ich sammle Wein. Ich habe das große Glück, dass ich in sehr elitären Kreisen teilweise bis zu 150 Jahre alte Weine jetzt gerade vor ein paar Tagen erst genießen darf. Ich habe das große Glück, dass ich viele, viele große Bordeaux und Burgunder schon trinken durfte. Und wenn es etwas gibt, was mich an dem Wein fasziniert und begeistert, ist es einfach, sich die Flasche in sehr großer Zeit leert. Und dass man irgendwann auch stiller wird, wenn man ihn probiert. Und dass er sich dem Ding unterordnet, dass er fein ist, dass er eine gewisse Sexiness hat. Das hat hoffentlich der Saris hier gerade, der 19er, mit dieser schönen Frucht, dieser Saftigkeit. Da darf kein Alkohol sein, der irgendwie komisch riecht. Da darf keine Säure sein, die mir wehtut. Es gibt sehr, sehr viele Weine, die wir heute hochloben. Oder Marken, die wir hochloben. Und wenn wir da mal kritisch dran gehen und die Weine in der Blindverkostung probieren, dann wird es auf einmal sehr eng. Und ich finde, dass ein Wein immer blind bestehen muss. Und dann muss er Spaß machen. Und das Wichtigste ist, und wenn man dann versehentlich mit lieben Menschen zu viel getrunken hat, was ja schon mal passieren kann, dann sollte man am nächsten Tag aufwachen und nach einem Gelage von vielen, vielen Flaschen, jetzt haben wir das Glück beide, dass wir das hin und wieder mal erleben dürfen, dann steht man auf und steht natürlich wie immer früh auf, macht seine Arbeit und ist topfit. Und das macht, unterscheidet gute von, also von handwerklich gemachte Weine von industriellen oder eben technisch gemachten Weinen. Und das ist das, was wir anstreben. Also mein Glas ist schon leer, es scheint aufzugehen. So, das Weingut Van Volxem ist an der Saar, aber jetzt hätte ich mal so eine geografische Frage. Ist schwierig hier immer am Tisch, gell? Hier sind so viele Gläser, so wenig Platz. Ihr sprecht ja immer über dieses Weingebiet Saar, also Mosel, Saar, Ruwer. Wie verhält sich das jetzt genau? Philipp, deine Kenntnisse sind gefragt. Für mich ist die Saar ein eigenes Gebiet. Ja, okay. Genauso wie die Ruwer ein eigenes Gebiet ist und die Mosel natürlich dann auch nochmal ein weitläufiges Gebiet ist. Nichtsdestotrotz in diesem Gesamtkontext einfach, um die regionale Zuordnung zu haben, wo liegt das ungefähr? Okay. In dem Kontext, finde ich, kann man gerne Mosel, Saar und Ruwer miteinander auch besprechen. Aber natürlich muss man diese Subregionen allein betrachten, okay, weil sie natürlich sehr unterschiedliche klimatische Bedingungen haben, ja, doch auch sehr unterschiedlich in ihrer Expression ausfallen können. Auch wenn man in allen oder in fast allen Subregionen einfach von den wahnsinnig spannenden Schieferböden spricht und in der Regel der Riesling die Rebsorte ist, um die es geht, ist trotzdem die Unterschiedlichkeit extrem groß. Okay, jemand, der Saarwein trinkt, das ist schon ein Weintrinker, der sich auskennt. Ist es so? Weil, also mir schmeckt es jetzt auch. Also das Interessante ist, das ist jetzt über den Spruch, da kann man nicht lange mit diskutieren. Interessant ist, mein Urgroßvater war Herzchirurg und er lebte in Kaiserslautern. Und als ich meinen Wein gekaufte, bin nach Hause gegangen zu meinen Eltern und mein Vater schrie nur und sagte, Marie-Louise, meine Mutter, komm her, dein Sohn ist verrückt. Der Einzige, der zu mir gehalten hat, war meine Oma. Warum? Meine Oma, Tochter eines Herzchirurgen aus Kaiserslautern, der immer eine eigene Klinik hatte und sehr berühmter Mann war in seinem Bereich. Der trank halt nur große Bordeaux, große Burgunder, dann trank er Prüm und Egon Müller. Und das waren so die Namen, die es waren ganz bedeutende Namen aus der Weinwelt, die jetzt heute noch alle geläufig sind. Relativ eingeschränktes Portfolio. Ja, aber der hatte halt eine Idee und als ich meinem Vater sagte, Papa, du musst mir Geld leihen, er sagte, Geld, mein Sohn, dein Geschäftsmodell klingt ja fantastisch und du hast so eine tolle Zukunft vor dir. Und das ist, die Saar wird eine tolle Entwicklung. Man muss wissen, dass damals war die Saar am Boden. Es war komplett am Ende. Und mein Vater sagte mir, kein klar denkender Mensch zahlt mehr als 10 Mark für eine Flasche Wein. Und du wirst, lese meine Lippen, du wirst scheitern. Und meine Großmutter hat mir dann zu mir gestanden, warum? Weil für sie war die Saar der Wein der Elite.
Es war ein Wein, eine Region für eine gewisse Oberschicht. Klassischerweise waren es Kundengruppen aus dem Kölner Raum. Der typische Saarkunde vor 100 Jahren, vor 80 Jahren, war Oberstudienrat, er war Kommerzienrat, er war Unternehmer, Apotheker, Arzt. Also er hatte immer ein sehr, sehr hohes Bildungsniveau. Und da war jemand, der sich etwas besonders leisten wollte und der eben auch neben großen Burgundern, großen Bordeaux eben auch besonders deutsche Rieslinge trinken wollte. Und die Saar hatte um 1900 tatsächlich einen gigantischen Ruf, nicht ohne Grund. Ist Wiltingen das Dorf mit dem höchsten Preisniveau weltweit für Weißweine? Mein Kollege, Freund und Nachbar Jon Müller hält ja den Weltrekord für die teuersten Weißweine. Das muss man mal sagen, das ist der Schatzhof. Das ist Schatzhof, genau. Da kann man drauf gucken von deinem Weingut. Genau, aus. Ist eine Ikone, aktuell 15.000 Euro pro Flasche, ist schon, schon ein Wort und ist nicht ein Wein, der einen Ausnahmestatus hat. Du hast ja auch Weinberge jetzt, ja, klar. Im Schatzhofberg. Na klar, hättest du da auch gerne. Klar. Das ist nicht uninteressant. Hättest du auch gerne Weinberge, oder? Ja, ist nicht so viel, wir haben jetzt 2,5 Hektar da drin. Aber es ist schon eine Lage, die natürlich spektakulär ist. Wobei, wenn ich ganz ehrlich sein darf, wir beide sind lange genug Winzer, dass wir wissen, dass es gibt ganz, ganz klare Terroirs, die haben wir sind privilegiert. Also die haben einfach naturgemäß bestimmte kernklimatische Vorteile. Oder die Böden sind so spannend, dass die Weine einfach expressiver, finessenreicher, eleganter, einfach ausdrucksstarker sind. Und darüber gibt es ein paar Juwelen. Das wissen wir alle, wenn wir große Burgunder trinken. Dann mag man den Musigny, den Bonmar, den Chambol. Dann mag man aber, boah, kommt dann noch eine andere Dimension. Wie in einem Orchester, da kommen noch ein paar Streicher mehr, noch ein paar Oboen. Also das kann man sich vorstellen wie ein großes Orchester. Und noch eine andere Dimension. Und der Schatzhofberg ist halt ein Weinberg, der schon einen Ausnahmestatus hat. Aber es ist nicht der einzige. Was ich ja im Prinzip mache, ich habe über Jahrzehnte hinweg alte Dokumente durchforscht und durchflügt, die Bibliotheken durchflügt, auch mit meinem Freund Daniel Deckers, viele, viele Sachen dann auch lässig entdeckt und festgestellt, dass es eben vor 100, 150 Jahren in der Saar einige sehr berühmte Lagen gab. Da war der Ochsner Bockstein. Ich habe bewusst heute zum Abschluss einen Geißberg mitgebracht, damit wir das Thema auch nochmal aufgreifen können. Du hast mir ja diese Karten, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, mal gezeigt. Er hat so vom Ritz Carlton und so alte, da hast du bestimmt auch schon mal einen Blick reinwerfen dürfen. Und weißt du, was ich gesehen habe? Die Weine tatsächlich von der Saar waren teurer als auch als so ein Moorstein. Ne? Ja, gut, das ist ja, ist ja einfach so, dass manches damals noch nicht erkannt war. Verstehe. Nein, also Roman und seine Karten ist ja an sich schon ein berühmtes Thema. Ja. Also das ist schon begeisterungswürdig zu sehen, wie detailliert er das alles aufgearbeitet hat, was seine Region ausmacht. Und am Ende ist es aber für mich als Winzer so, die Karten, alles wunderbar. Aber ich vergesse nicht, wie ich zusammen mit ihm vor den alten Berg gefahren bin und vor dieser Wand gestanden habe. Dieser mächtige Berg, der wirklich einfach vor einem steht und man sich plötzlich auch ganz klein fühlt. Also ich finde, draußen im Weinberg fühlt sich das alles immer noch ganz anders an. Ich möchte eine Geschichte erzählen, genau zu dem Thema. Ich war als Student, hatte ich das Glück, dass ich immer bei Egon Müller eingeladen war zu einer Probe mit meinem studentischen, ich habe extra einen Verein gegründet. Damit du da mal hinkommst? Nee, es gab von den Notariern Roter Akt mit Freunden das gegründet. Damit, den haben wir direkt am ersten Tag zum Ehrenvorsitzenden gemacht, damit das jedes Jahr eine Weinprobe macht. Und habe dann mit meinen Freunden dort über viele, viele Jahre dann großartige Proben erleben dürfen. Damals, wir saßen immer auf so Gartenbänken vor dem Schatzhofberg. Und er saß auf dem Hocker und hat dann aus der Tasche heraus, hat die Flaschen aufgemacht und hat sich einen diebischen Spaß daraus gemacht, uns einen Wein aufzumachen. Wir mussten alle den Jahrgang raten. Und dann haben wir gesagt, 83, 85, also wir reden hier von Anfang der 90er Jahre. Ja, aber das ist nicht so, ja, so reif ist das nicht, das ist doch viel jünger. Der andere sagte, nein, das ist höchstens 3 Jahre alt. Und dann hat er aufgedeckt und der Wein war 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre. Und das war spektakulär und hat sich kringelig gelacht und hat sich einfach gefreut. Und irgendwann hat er eine 71er Goldkapsel aufgemacht. Und das war für mich wirklich, möchte ich sagen, ein Erweckungserlebnis. Dieser Wein war so präzise, so aromatisch, so fein, so leicht, so transparent, so fliegend, so schwebend, so schön. Ich bin dann aufgestanden und sagte, das war ein toller Septembertag, die Sonne schien, richtig wunderschöner Tag. Sagte, Herr Müller, ich möchte im Namen meiner Freunde mich bei Ihnen bedanken. Das ist vielleicht der größte Wein in meinem Leben, den ich hier trinken durfte. Und das haben sie großartig gemacht. Das ist einfach sowas Tolles. Und dann saß er da auf seinem Hocker und guckte mich so an, völlig empört. Und sagte dann, Herr Nivo, das bin ich. Das ist der Berg. Und drehte sich um
Das werde ich nie vergessen. Erstmal hat er mich beschimpft. Und dann, weil ich überhaupt nichts verstanden habe von den letzten 5 Weinproben. Und für den war diese Identifikation mit dem Potenzial der Lage, das ist das, was uns heute antreibt in unserer Arbeit. Es gibt ja verschiedene Philosophien der Weinwelt. Es gibt den kreativen Winemaker, der seinen Style entwickelt. Und dann, ich habe jetzt gerade einen neuen Kellermeister eingestellt. Die Hauptaufgabe von dem jungen Mann, von Christoph, wird sein, sich dem Berg unterzuordnen. Und dass er die Potenziale erkennt und sich denen unterordnet. Das finde ich extrem wichtig in unserer Branche. Das ist das, was ich bei Philipp sehe. Das ist das, was ich gerade in den letzten Jahren in Deutschland bei allen guten Betrieben sehe. Deswegen will ich hier nicht diese Front aufmachen, Moorstein anders bewertet wie Schafsberg, sondern nein, viel wichtiger sind. Ja, wir können das gerne nochmal ausfischen. Dennoch hast du gesagt, das sind eigentlich die besseren Lagen an der Mosel und die rheinhessischen Winzer. Es muss eine Sache gesagt werden, die noch viel wichtiger ist. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Branche. Ja. Du bist in einem Weingut aufgewachsen. Du hast den Betrieb als Vater übernommen. Ich bin Seitenansteiger. Und ich bin einfach hier in einer Branche eingestiegen, die lange Zeit sich, ob in Rheinhessen oder auch in der Mosel oder in der Saar, eben lange Zeit für meine tiefen Überzeugung nach unter Wert verkauft hat. Mhm. Und ich sehe es nicht ein, dass ich mit meinem Team große Bordeaux und große Burgunder huldige und ehrerbiete. Mhm. Und wir machen nur so dritt-, viert-, fünftklassiges Zeug. Das sehe ich nicht ein. Und ich sehe es nicht ein, dass in diesen ganzen Karten große Bordeaux, die wir beide jetzt auch sehr gerne trinken, mit verrückten Preisen bezahlt werden, von Tausenden von Euro, und gleichzeitig deutsche Weine unter ferner Liefen hinten irgendwie als Schatten da sind. Das kann nicht sein. Das geht jetzt nicht um die Frage von Moorstein gegen Schafsberg. Es geht mir die Frage, welchen Stellenwert hatte ein Moorstein früher, welchen Stellenwert hatte früher ein Schafsberg, ein Altenberg, ein Gottesfuß, in Relation zu den berühmtesten und teuersten Rotweinen und auch Weißweinen dieser Welt. Mhm. Ich werde euch nachher einen Geisberg aufmachen, und da habe ich halt Dokumente, nach denen eben ein Geisberger mal 3, 4 oder 5 Mal teurer war als ein Cheval Blanc, Lafite oder Latour. Und das ist einfach Geld, ein Preis spielt immer eine Wertigkeit wider. Und es geht aber darum, dass man eine Anerkennung erfahren möchte für eine Arbeit, die sehr aufwendig ist. Wenn ich hier durch die Äcker von Rheinhessen fahre, sehe ich halt Weinberge, die man ökonomisch effizient bewirtschaften kann. In einem Altenberg musst du halt den Weinberg hochklettern, um die 120, 130 alten Rebstöcke überhaupt bearbeiten zu können. Und wir haben im Herbst 120 Mitarbeiter. Ja, das ist schon verdammt aufwendig. Das ist verdammt steil. Das Wort verdammt sollte man nicht sagen, aber es ist verdammt steil. Aber es ist schon einfach sehr aufwendig. Das ist halt, auch an der Mosel, das gilt insgesamt in der gesamten Region, muss man dass sagen. Der Großteil der hochwertigen, aufregenden Lagen auch unheimlich anstrengend zu bewirtschaften sind. Man darf nicht nichtsdestotrotz nicht vergessen, dass auch an Mosel, Saar und Ruwer jede Menge Lagen existieren, die auch im Direktzug zu bewirtschaften sind. Wenn es die nicht gäbe, dann könnten viele Winzer dort gar nicht überleben, weil die Winzer, die es nicht schaffen, in der ersten Reihe und in der zweiten Reihe zu spielen und entsprechend dann auch ihre Wertigkeit irgendwo am Markt umzusetzen, für die würde sich das dann nicht mehr rechnen. Ja. Ich kann nur sagen, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber ich bin sehr froh, wir haben keinen Wein mehr. Wir sind, wie ihr wahrscheinlich, schon länger ausverkauft, also es läuft sehr gut. Wir werden natürlich auch die Preise anheben müssen. Aber die Kostensteigerung, die wir gerade erleben, als ich angefangen habe, ich werde es nie vergessen, weil ich habe vor wenigen Tagen die erste Rechnung meines ersten Metallpfahls in Händen gehabt, die ich jemals bestellt habe. Diese Pfähle, die haben damals 4,50 Euro gekostet, der Pfahl. Und die gleiche Firma kostet inzwischen 24 Euro, der Pfahl. Also wir haben momentan Preisentwicklungen. Die sind verrückt. In allen Bereichen ja diese Entwicklung. Also ich meine, brauchen wir nur über Energiepreise sprechen, wie auch immer. Und natürlich sind wir Winzer von diesen ganzen Entwicklungen auch sehr deutlich getroffen in der Produktion. Und am Ende ist es so, dass deshalb es besonders wichtig ist, dass wir Wertschätzung für unsere Arbeit, für unsere Produkte haben, damit das überhaupt alles funktioniert. Die Wertigkeit, das ist der Angelpunkt. Du hast auch gesagt, dass natürlich, wenn jetzt der Mindestlohn nochmal erhöht wird, die Personalkosten, die ihr habt. Ihr habt ja jetzt gerade auch im Herbst und so unglaublich viele Menschen, die jetzt als Gastarbeiter kommen, die brauchen wir ja auch alle. Das explodiert jetzt auch bei euch, oder? Also ich kann es ja offen sagen, wir haben jetzt dieses Jahr zum Januar den Mindestlohn eingeführt auf den Volksen. Ein Gesetz, das mit Sicherheit jetzt im Herbst kommen wird, schon mal vorweggenommen. Warum? Damit ich auch die besten Mitarbeiter bekomme. Ich habe heute Morgen ein Hotel gekauft, um die Leute unterzubringen, immer so am Rande, weil wir im Herbst bis zu 120 Leute versorgen müssen. Wahnsinn, ich habe die Köchin eingestellt, wir machen alles Mögliche. Ich habe einen Fußballplatz angelegt für die Leute. Wir werden jetzt eine Sauna bauen. Brauchst du einen Trainer? Nein, Leute, du musst um heute gute Leute einzustellen. Wir müssen nicht nur bei Deutschen, wir müssen auch bei Gastarbeitern die besten Leute haben. Ja. Früher haben die bei uns 8 oder 10 Mann in einem Raum geschlafen. Das kannst du dir heute nicht mehr antun. Aber die Kostensteigerung sind bei uns pro Euro
180.000 Euro. Wahnsinn. Pro Euro Mindestlohn. Das heißt, wir haben dieses Jahr aufgrund von der SAP kostet so eine Flasche alle Reben auch um die 20 Euro, schätze ich. Ne? Kostet leider nur 16,90 Euro. Wobei gibt's jetzt aber nicht mehr. Inzwischen etwas teurer ist. Und alte Reben ist ja so ein Thema, was du von Anfang an gespielt hast. Ne? Das war so dein wichtigster Wein in der Anfangszeit auch gewesen, zu kommunizieren. Ja. Das ist ja auch nett. In der im Volumen so vergrößerbar, weil irgendwann ist dann halt auch die Fläche aufgebraucht, ne, die dann dafür da ist. Wir bemühen uns wieder, wir kaufen auch wenn immer ich kann uralte Rebbestände auf, aber sie sind halt auch nicht vermehrbar. Und es sind Relikte anderer Zeiten. Und ich wollte hier einen Wein erzeugen, der ganz zart ist, ganz fein. Ich dachte an den Philipp. Ich weiß, dass der Philipp die gewisse leichte Phenolik und diese ganz, ganz zarte Mineralität und diese Sanftheit. Das ist auch ein wirklich sehr, sehr schöner Trinkzeitpunkt für den 17er alte Reben. Der öffnet sich gerade zart. Der ist schon noch ein bisschen verschlossen, aber er hat diese ganz viel frischen Zitrusnoten drin. Und dann kommt was wirklich saftig, salzig, mineralisches, was den Wein trägt. Hinten rausträgt. Ja? Da brauchst du uns nicht viel dazu. Und was mich halt freut, das ist halt auch das fast trockene Finish, was er hat. Ja? Also dieses, wir beide sind immer in der Diskussion gewesen über den Stil solcher Weine, die mit niedrigen Erträgen und höchster inneren Dichte erzeugt werden, ist immer die Frage, gerade an der Saar. Die Saar lebt von der Finesse, von der Feinheit, von der Eleganz. Oft auch in der Historie, auch von der Fruchtsüße im Wein. Und der Roman hat den Saarwein neu definiert, weil er einen anderen Inhalt in die Weine reingebracht hat. Roman hat mit deutlich niedrigeren Erträgen gearbeitet und unheimlich viel Handwerk in die Weinberge reingebracht und hat plötzlich dann Saarweine erzeugt, die viel mehr Komplexität hatten. Und dann war also immer die Frage, welche Balance ist dann noch mit der Fruchtsüße da? Und da finde ich die Entwicklung bei von Volksem genial über die letzten 10 Jahre, weil trotz dieser hohen Komplexität die Weine immer feiner wurden. Und das ist eine Kunst, die innere Dichte im Wein zu haben, den Weinberg zu transportieren, wirklich die Textur des Weinbergs aufzugreifen und trotzdem fein zu bleiben. Mhm. Und das ist Saar im besten Sinne, der Gaumen frisch, zart und auch irgendwie leichtfüßig. Ja. Ja? Aber du hast so viel innere Dichte und Komplexität. Und das ist ja jetzt nicht sein Spitzenwein, aber das ist großer Wein. Wenn das jetzt aus dem Burgund käme und es wäre eben, was weiß ich, ein Pülli-Montrachet-Ortswein, dann würde das halt 90 Euro kosten und es würde auch keiner was dagegen sagen. Mhm. Ja? So muss man das einfach machen. Kannst du mit Lob umgehen jetzt so? Und wenn der Philipp mich lobt, halte ich mich jetzt erstmal zurück. Nein, das ist ja das Schöne, dass wir heute eine Zeit erleben, in der sich gerade die erfolgreichen Kollegen tauschen sich ja sehr intensiv miteinander aus und wer dann die Leistung eines anderen, und das ist bei mir eben gerade in Bezug auf den Philipp sehr stark, die Leistung nicht respektiert und sieht, was sie auch für die Region, mit deren Region und für die und für die Branche insgesamt getan haben. Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Bevor ich Winzer wurde, Ende 99, das war 99, ich war in Verhandlungen mit dem Verkäufer für das Weingut von Volksem. Das hieß damals noch Jordan und Jordan. Mhm. Und ich war damals in einer sehr wilden Phase. Ich war nicht verheiratet und hatte hab viel erlebt und hatte sehr viel Abwechslung in meinem Leben. Und war in Frankfurt in einem absoluten Nobelclub. Also eine Diskothek vom Feinsten, nur mit ganz hübschen Bräuten. Also richtig ganz hohe Absätze, sehr sportlich unterwegs. Also ganz, ganz toll. Und wer es nie vergessen, wie ich in der Bar dann Gin Tonic bestellte und dann neben mir ein bildhübsche, lange, blonde Haare, das hier Klassiker, wirklich ein richtiger Hingucker. Und die ganzen Kerle um mich herum schauten schon. Und ich stand halt da und habe dann eben natürlich Verkaufsgespräch geführt und dann fragte sie mich, und was machst du so? Dann habe ich gesagt, ich bin bald Winzer. Dann ist sie gegangen. Ich könnte euch nicht vorstellen, ich habe das Glas genommen, guck, auf einmal weg. Sie war einfach weg. Das Witzige ist, wenn der Philipp sich heute in der Bar oder die nächste Generation, wenn sich der Jochen oder dessen Nachfahren, die nächsten jungen Winzer... Also ich glaube, ihr alle, wenn ihr heute ihr seid Winzer, da ist schon... Wir sind heute Stars und wir werden eingeladen in Talkshows. Das ist schon ein großer Unterschied, dass sich die Rolle des Winzers verändert. Mhm. Also was noch vor 20 Jahren peinlich war, da war wirklich peinliche Betroffenheit angesagt. Und die Branche hat sich verändert. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, wie die Kollegen miteinander umgehen. Wie respektvoll, wie vorwärtsgewandt und innovationsfreundlich auch die Betriebe heute sind. Und ich glaube, das ist eine gute Zeit, dass man einfach sich bewusst ist, wie auch in Deutschland eine Weinkultur wertgeschätzt wird.
Und ich freue mich für die nächste Generation von Leistungsträgern, die das fortführen können und die wird es leichter haben. Der Roman ist der Prototyp von einem Spitzenwinzer, der das jetzt im Schnelldurchlauf innerhalb von 20 Jahren geschafft hat. Von als im Prinzip Start-up zu einem etablierten High-End-Produzenten. Ja. Und das ist eigentlich eine Zeitraffergeschichte, wenn man es anguckt. Weil das, was Roman geschaffen hat innerhalb der 20 Jahre, dazu braucht es normalerweise ein paar Generationen mehr. Mhm. Und das ist natürlich ganz klar, dass damit die Geschichte nicht zu Ende erzählt ist. Das ist ja vollkommen logisch. Sondern eigentlich geht es jetzt erst los. Also jetzt ist die Aufgabe in den ersten Jahren, das war zwar steinig, aber eigentlich war es leichter wie das, was jetzt kommt. Irgendwann, je weiter man nach oben kommt, umso dünner wird auch die Luft. Du bist ein Sternekoch. Du hast deine Ideen von neuen Gerichten und du lernst neue Lieferanten kennen und dann sagst du, diesen Fisch und das könnte ich so zubereiten und bist ganz kreativ, bist im Austausch mit vielen Kollegen und entwickelst neue Techniken und bist total begeistert und begeisterst Menschen und du überraschst deine Gäste. Aber irgendwann, wenn du dir 3 Stunden hast, kommen die alle zu dir gerannt. Jeden Abend ist das Restaurant voll und die legen auch richtig viel Geld. Das macht schön die Leute auch gar nicht. Die legen auch richtig viel Asche auf den Tisch. Aber sie erwarten die große Aufführung, Tag für Tag. Also ich muss ehrlich sagen, ich bewundere das unglaublich. Ich wollte kein Sternekoch sein. Und da gibt es eine Menge, gerade in Deutschland, eine Menge Typen, die sitzen da mit einem Büchlein und dann suchen die nach den Fehlern und gucken und ja, der Sidi ist nicht ganz so fein. Also es ist grau. Und anstatt dass sie jetzt in Frankreich und Italien sagen, oh, ist das toll und einfach nur Lust verspüren. Das ist aber typisch deutsch. Ja, das ist typisch deutsch für unseren Wein aber auch so. Und deswegen sind wir natürlich auch angreifbar, weil wir natürlich... Wir sind nicht perfekt. Du strengst dich unglaublich an, permanent immer wieder am Anschlag. Und das auch in nicht so einfachen Jahren. Nicht jeder Jahrgang ist goldgelb und die Sonne scheint, Ostwind und 18 Grad, sondern es gibt auch mal andere Bedingungen, die wir alle kennen. Und dann musst du dich behaupten, weil genau unter schwierigen Bedingungen musst du eben schauen, dass es läuft. Und dann musst du tolle Weine repräsentieren, die Menschen begeistern, die Freude bereiten, die Spaß machen, die trinkfreudig sind, die lecker sind. Und das ist nicht so einfach. Man hat ja bei ihm wirklich das Gefühl, dass du in jedes Detail eingebunden bist. Wir sind reingekommen in diesen wunderschönen Neubau, hat er direkt gesagt, oh, die Stühle, die stehen eigentlich nicht so, wie ich die gerne hätte. Dann hat er die Stühle ummontiert. Der Roman hat mir das neue Weingut gezeigt, als das ein Rohbau war. Und mir en Detail erklärt, wie das mal aussehen wird. Und dann bin ich zur Eröffnung gekommen, bin rumgelaufen. Es war so. Ja, es war halt einfach, war alles irgendwie. Ja. Und es ist halt, ich meine, ohne dass das jetzt blöd klingt. Ein Phänomen. Nee, er ist ein Freak halt. Ne? Ja. Auf den Freak sensationell. Sind wir sehr bewundern, das muss man mal sagen. Ist vielleicht genau dein Geheimrezept, ne? Dass man immer das Gefühl hat, man ist noch nicht da. Wenn ihr euch sehr erfolgreiche Musiker oder Köche oder wirklich in ihren Berufen sehr erfolgreiche Menschen anschaut, dann sind es oft Menschen, die eher von Selbstzweifeln geplagt sind und die sich selber permanent hinterfragen. Und ich glaube sogar, dass es auch gar nicht anders geht. Mhm. Es ist halt auch wahnsinnig komplex, was so ein Betrieb an Problemsituationen oder an entstehenden Situationen einfach hat. Ja? Aus der Produktion heraus, in der gesamten Gebäudetechnik allein schon. Und da lassen wir den ganzen Verkauf und die ganze Kommunikation mit all den Leuten, die Weine gern trinken, mal noch komplett außen vor. Es ist halt einfach so, es gibt jeden Tag irgendwelche Dinge zu lösen, mit denen du vorher nicht gerechnet hast. Und das macht es natürlich komplex. Und wenn jemand sehr nah am Detail dran ist, wie der Roman das ist, ich im Übrigen auch, ist es halt so, dass du permanent quer kommunizieren musst. Aber das ist halt das Schöne eigentlich dran. Das ist ein Mega-Job, der letztendlich so viel... Möglichkeiten einem gibt. Gilt für jeden guten halt Unternehmer, dass er sich einfach sehr intensiv mit den Dingen beschäftigt, ohne dass es pathologisch wird. Also ich möchte halt meinen Betrieb, meine Weinberge, mein Team, das hast du permanent im Kopf. Du liest jede E-Mail, die reinkommt? Ich lese eigentlich jede E-Mail, die reinkommt. Und ich beantworte jeden Post auf Instagram und Facebook. Das machst du komplett selber, ne? Das macht mir aber ein bisschen Spaß. Gestern Nacht saß ich halt 10 Stunden im Flieger und habe etwa 300... Ich beantworte jeden meiner Google-Kommentare. Ja gut, aber ich halte das für wichtig. Ja. Also wenn mein Kunde, das Schönste sind die kritischen Themen. Lob ist nett. Das ganz ehrlich, das geht aber irgendwie so durch. Aber das Spannende von uns beide, das ist wirklich das, was unterscheidet, ist, dass wenn ein kritischer Punkt kommt, wenn man zu Recht, das Wichtige, respektvoll zu Recht eine Kritik anwendet, die jemand Recht hat. Autsch. Und dann ist man gefordert. Und dann macht es auch Spaß, weil dann muss man genau in sich gehen und überlegen, okay, was haben wir falsch gemacht, wo können wir besser werden? Wie kann ich den Kunden bedienen und wie können wir diesen Prozess verbessern? Weil wir wollen ja nichts anderes als tolle Arbeit abliefern. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und wir sind seit Generationen Unternehmer. Ein erfolgreicher Unternehmer träumt nicht,
ich möchte jetzt nicht, ich möchte uns nicht vergleichen mit einem Steve Jobs, aber ein Steve Jobs hat nicht davon geträumt, reich zu werden. Oder alle berühmten Unternehmer. Die treibt eine Lösung an. Die identifizieren ein Problem und sagen, oh, da ist ein Problem, wie kann man es besser machen? Wie, mit welchen Mitteln, mit welchem Personal, mit welchen Leuten, auf welche Art kann ich in Rheinhessen im Morschen einen besseren Wein machen? Wie kann ich an der Saar auf einmal, wo immer nur Reste zur Kabinetten Spätlese gemacht wurde, wie kann ich dort großen trockenen Wein machen? Geht das überhaupt? Alle sagen nein. Aber der Klimawandel ist da und vielleicht kann man die Erträge mal runterfahren und nicht 3 Burgreben haben. Und wenn der alte Reben knapp wird, kann man auch noch Burgreben machen. Nein, aber und das ist halt das, was ein Unternehmer auch eben antreibt. Und das gilt für jeden guten Unternehmer. Das ist ja die Quelle des Wohlstandes dieses Landes. Ich meine, ob das ein Handwerker ist oder Maschinenbauer, der sich halt intensiv mit den Dingen beschäftigt. Auf der Hinfahrt hierhin hatte ich den Chef von Vera am Telefon. Ich habe eine halbe Stunde mit dem über Produktionstechniken unterhalten. Hochinteressant, wie intensiv sich der oberste Chef, der hat mir erzählt, dass ich mit seinem neuen Webshop, dass er die gesamten Prozesse dahinter analysiert, selber jede Nacht, wenn seine Frau schläft, sitzt er nachts am Laptop, analysiert, warum Kunden im Bestellprozess auf einmal abbrechen. Der will das ist wissen. Das sind die mühsamen. Der will wissen, der will es verstehen. Und er sagt, der hat's nicht verstanden. Auch, warum er will es verstehen. Älter werden, das sind so dann die Punkte, wo ich dann auch ganz gerne sage, kümmere dich mal darum. Also, du hast ja gerade gesagt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie. Also wir dürfen mal sagen, wer das ist. Ne? Das ist der Bitburger Konzern. Genau. So. Ja, Konzern ist was ganz Blödes. Okay. Mein Bruder Jan spricht gerne von der Eifler Landbrauerei. Ja, das also, wenn man sehr anders sehen und spricht, ja. Kann man das so machen. In das Maßstab stimmt das ja auch. Ja, okay. Wohlstand ist etwas, was Menschen, die sich über Wohlstand identifizieren, ihre Persönlichkeit präsentieren, sind mir zutiefst fremd. Und ich versuche, Menschen anhand dessen zu bewerten, was sie leisten, wie sie sind, welche Moral sie haben, welche Persönlichkeitsstrukturen sie haben und wie sie ticken. Und ich komme aus einer Familie von Unternehmern. Und von Wissenschaftlern. Die Familie meines Vaters ist deutlich bekannter und berühmter als die meiner Mutter. Mein Vater stammt aus einer sehr bedeutenden polnischen Wissenschaftlerfamilie. Mein polnischer Großvater, eine der großen Hochschulen Polens, ist nach ihm benannt. Und Thomas, mein Vater, der hat halt dann in Zürich an der ETH meine Mama kennengelernt, eine Brauertochter aus der Eifel. Und beide lebten in lange Polen. Das ist ganz schnell durchgegangen, die Geschichte. Mhm. Wie wir alle sind wir die Kinder unserer Eltern und tragen deren Stärken und Schwächen und deren gehen halt weiter. Und, aber was ich meine ist, weißt du, wenn man aus so einer erfolgreichen Familie kommt und dann sagt man macht was ganz anderes. Ne? So. Dann ist man zuerst einmal das schwarze Schaf. Oder? Ja. Die ersten Jahre in meiner Winzerei war nicht einfach, weil meine Brüder, meine Familie, die fanden das jetzt nicht witzig. Und also bis heute, mein ältester Bruder sieht das sehr kritisch, was ich mache. Also der investiert sein Geld in Immobilien und in alles Mögliche und der findet eine Rendite unter 6, 8 oder 10% lächerlich. Und was ich dann mache im Weinbau, findet er total doof. Leute wie der Philipp könnten auch problemlos einen Job in Frankfurt in einem IT-Unternehmen oder in einem Beratungsunternehmen. IT könnte schwierig sein. Ja, aber ein Berater. Du wärst ein guter Berater im Sales, so etwas Markenführung, wäre da sehr stark drin. Lange Zeit haben gute Talente diese Branche verlassen, weil sie keine Perspektive sahen. Und das Schöne ist, dass heute in der Weinbranche in Deutschland, in der Pfalz, in Rheinhessen, in allen Regionen eigentlich, wenn man Leute diesen Beruf eben für sich wählen, die davon überzeugt sind, eine Erfüllung darin zu erfahren. Und das finde ich total schön. Ich habe jetzt gerade eine Bewerberin vor wenigen Tagen, die war in der ganzen Welt und die will auf einmal Wein machen. Die will das kleine Weingut ihrer Eltern übernehmen mit 4 Hektar am Ende der Welt, an der unteren Mittelmosel. Also da muss ich sagen, großer Respekt und das ist toll. Darauf wollte ich ja auch hinaus. Du hättest ja jetzt auch sagen können, ich jette von einer Yacht auf die nächste und solche Leute mach meinen Bauch in die Sonne. Und dennoch hast du gesagt, du gehst einen sehr steinigen Weg, den du sehr gut gemacht hast. Also, ja, ne, aber das lässt sich die Frage, wie wir geprägt sind. Ich glaube, die Typen, die in Ibiza und in Saint-Tropez dann jeden Tag sich prüfen, wer die dickere Uhr hat und wer die dickere Karre fährt und sich dann nur noch über Bentley unterhalten. Und das neueste Cabrio, das ist ja die Straßenlage, die ist ja nicht ganz so top. Und dann die dritte Frau pro Jahr aufbrauchen und das ist ja irgendwann sehr frustrierend. Die landen dann irgendwann entweder in den Drogen, in der totalen Vollverblödung oder sie landen dann beim Therapeuten. Der Roman hat vorhin was ganz Interessantes gesagt. Er hat nämlich davon gesprochen, dass ja vielleicht seine Kinder auch mal die Idee hätten, dieses Weingut zu übernehmen. Roman hat damit was angefangen und da merkst du, wo es darum geht, dieses Gefühl selbst zu gestalten, ein Stück weit den Respekt der Region sich zu erarbeiten für das, was er da macht. Gibt den schönen Satz,
Nur durch den Mut zum Wandel bleibt Tradition lebendig. Mhm. Und letztendlich muss es ja immer auch wieder Gründer geben. Und das finde ich eigentlich das Geniale an seiner Story, an seinem Lebensweg, den er bisher gegangen ist, dass er wirklich etwas Fundamentales geschaffen hat, was bleiben wird. Ja? Ja. Das ist was eine viel, ganze Region viel aufregendere hat. Tätigkeit, wie am Ende irgendwie mit guten Business-Ideen, wie auch immer, in großen Konzernen erfolgreich sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Es wird was bleiben und es werden nicht nur die Gebäude und Keller und das ganze Weingut sein, sondern die Flaschen, die Weine, die reifen werden, die man über ganz lange Zeit trinken kann. Ich habe im Keller noch 2000er, das ist der erste Jahrgang von Volkswagen. Und da bin ich auch sicher, da sind zwei, drei Sachen dabei, die auch noch sehr spannend sind. Das ist der erste Jahrgang vom Roman gewesen. Deshalb habe ich noch da liegen, weil ich das irgendwie cool finde. Kein lustiger Jahrgang übrigens. Ja, das ist das Schöne auch in unserem Job im Weinbau, dass das letztendlich ja, die Vergänglichkeit zumindest deutlich verlangsamt abläuft. Ja. Für mich war es sehr wichtig, irgendwann zu erkennen, dass ich im Tun ein sehr, sehr großes Glück erfahren kann. Es gibt einen sehr berühmten amerikanischen Wissenschaftler, der hieß Michael Piccolinski, der hat dieses Wort des Flows erfunden. Dieses Glücksgefühl, dass ein Musiker, ein Cellist, wenn er dann Beethovens Neunte mitspielt oder wenn du dann siehst, wie dann ihr Instrument spielt und was er eine Aura auf einmal entsteht, wenn Till Brönner spielt und du hast immer einen kleinen Kreis, erlebst du das, wie er dann spielt und diese Spielfreude und diese, das, was auf einmal entsteht, das hat mit ökonomischen Aspekten nichts zu tun. Sondern es geht darum, dass Menschen auf einmal ein Glück erfahren, in dem, was sie tun. Und wir beide haben das Glück, dass wir in einer Branche arbeiten dürfen, die so unglaublich vielseitig ist, dass wir so viel mit Menschen zu tun haben, dass wir so einen schönen Moment wie diesen hier erleben dürfen, dass wir nette Fragen mit sympathischen Menschen erleben dürfen, dass wir tolle Kunden haben, dass wir unglaublich... Das erste Glück, sie kann auch anders. Nein, aber du weißt, Philipp, was ich meine. Dass wir ganz spannende Kunden haben, hochinteressante Menschen. Der alte Spruch, Dummheit frisst, Intelligenz läuft, ist eine Menge dran. Also Menschen, die Freude an guten Wein haben, sind oft auch Menschen, die eine gute Bildung haben, die interessiert sind, die Neugierde haben, die mal gereist sind, die auch tolerant sind. Rechtsradikale, eindimensionale Menschen trinken keine guten Weine. Das ist ihnen viel zu anstrengend. Oder Menschen, die einfach nur, Entschuldigung, nichts gegen Veganer, aber Menschen, die halt keine Esskultur haben und nicht so vielfältig essen wollen, haben auch nicht so viel Freude an guten Wein. Und das ist etwas, du hast die Chance, unglaublich spannende Menschen kennenzulernen, die auch eine Geschichte zu erzählen haben. Du hast ganz vielfältige Probleme jeden Tag. Ja, das ist ein toller Beruf. Wildinger 16. Wildinger 16. Ja, müssen wir jetzt mal probieren. Ne? Gerne. Ein ganz, ganz großes Jahr für uns. 16 war an der Saar phänomenal gut. War ein Jahr, in dem es lange Zeit in Deutschland noch ein paar Probleme gab, hier und da. Und wir konnten das bis Mitte, Ende November ernten. Bei uns war es auch wirklich gut, weil wir gesunde Trauben bis zum Ende der Vegetation hatten. Und das war eigentlich das, was es ausgemacht hat. Genau. Eine tolle Saftigkeit. Ein Jahr der fleißigen Winzer. Ich bin ein großer Freund von Fleiß. Ich mag fleißige Menschen. Und ich finde es so toll, auch dass ich jetzt auch der aktuelle Jahrgang war wieder so ein Jahrgang, in dem Fleiß belohnt wurde. Ich mag Jahrgänge, die von fleißigen Winzern dann ja, gerockt werden. Das sind oft die spannendsten. Das sind oft viel spannendere Jahrgänge, als die einem in den Schoß fallen. Ja, die Dinge, die einem so in den Schoß fallen, das ist natürlich, da ist vor allem oft auch die Spannung nicht so dahinter. Langweilig. Ja, gut, man natürlich. Ich finde es so von der Produktionsseite schon auch sehr, sehr schön und bin dankbar, wenn die Sonne lacht und alles funktioniert. Keine Frage. Aber natürlich ist es so, dass die Aufregung, die in solchen Jahren drinsteckt, wie der Roman so gerade beschrieben hat, die ist oft größer. Ja? Und das werden wir auch mit 21 erleben. 21 ist eben kein Jahrgang, mit dem jeder wunderbar zurechtkam und alles am Zug geflogen ist. Es ist ein Jahr, wo man sich das wirklich erarbeiten musste, was hinterher an Qualität in die Flasche kommt. Und das wird man merken. Und das ist natürlich dann auch ganz cool. Und das ist jetzt, wenn wir jetzt 16 haben, 16 war auch ein Jahr, was nicht überall ganz einfach war. Wenn man aber eine tolle Weinbergsarbeit gemacht hat, dann hat man das Glück gehabt, dass man wirklich gesunde Trauben bis zum Schluss. Und ich finde, das schmeckt man in diesem Wein. Dieses pure, feine, aber auch reife. Ja? Das ist ein Wein, der hat auch Druck. Das sind reife Trauben. Ich finde den einfach geil. Auch als 16er jetzt in einer wunderschönen Phase. Also das ist, ich habe bewusst nur Ortswein oder Baselweine mitgebracht, weil das ja die Weine sind, die auch draußen im Regal im Handel stehen und die auch die Kunden im Restaurant bestellen können. Also ich habe vor kurzem deinen 16er Altenberg getrunken. Das ist ein bisschen wilder in seiner Art.
Also er hat so ein bisschen, die Hefewürze ist sehr jung. Aber es ist mega Stoff und ich habe dann in Österreich nochmal 6 Flaschen gekriegt. Und, Roman, du sagst, die deutschen Winzer haben es komplett verpennt, das Thema Verknappung anzugehen. Und doch kriegt man bei euch kaum Wein, weder beim Philipp noch bei euch. Wir haben es mit Sicherheit verpasst, etwas, was mein Nachbar Jan Müller mit Bravour beherrscht, dass so ein Wein eben nicht 13, sondern vielleicht mal 63 Euro kostet oder 33 Euro, damit eine andere Wertigkeit auch hat. Und dass er eben damit auch eine Zielgruppe anspricht, die sehr vermögend ist, die das Beste sucht. Und wir Deutschen haben es ein bisschen verpasst in den letzten Jahren, diese Klientel international anzusprechen. Ich bin sehr viel international unterwegs und noch einmal, wir beide sind Weinliebhaber, wir suchen das Beste, suchen gute Weine und wir sind immer noch lange nicht dort, wo wir hingehören. Wir gehören in den besten Restaurants, in die elitärsten Etagen, in die elitärsten Kreise und wir werden halt deswegen, weil die Weine noch nicht die Preise erzielt haben, weil wir sie selbst auch nicht gefordert haben, sind wir eben oft auch noch nicht dort wahrgenommen. Wenn jetzt so ein Topwein von uns eben nicht wie ein Schwarzwaldberger, wenn der nicht 40 oder 30 Euro kosten würde, sondern vielleicht 150 oder 200 Euro, dann wäre die Aufmerksamkeit in London bei Harrods oder in manchen Etagen eben deutlich höher. Das heißt, die Wahrnehmung geht eigentlich über den Preis? Es sind zarte Pflänzen. Wir probieren jetzt mal so einer, der eher in der Kategorie spielt. Also Laborn Versteigerungsriesling von uns 2016. Wow. Und wie gesagt, es sind zarte Pflänzchen. Das Ganze geht auch nicht von heute auf morgen. Ich habe 2009 den ersten Laborn versteigert. Damals, glaube ich, irgendwie für 70, 80 Euro die Flasche. Mhm. Da war ich schon stolz wie Oscar. Mittlerweile ist es so, dass wir bei, was ich glaube, 350 oder so Euro gelandet sind pro Flasche. Also, wir sind sehr dankbar, dass wir es genießen dürfen. Aber wirklich. Insofern schon eine tolle Entwicklung. Musst du direkt mal probieren. Und mir geht es so, dass ich mich dann teilweise dann doch auch innerlich schüttle und denke, boah, ist schon Wahnsinn. Ist schon irgendwie, ich habe so ein bisschen schlecht gewissen, habe ich schon trotzdem irgendwie immer dabei, weil es irgendwie schon auch krass ist auf der anderen Seite. Ja. Aber erzähl mal, der Laborn, das ist quasi im Moorstein eine ganz spezielle Ecke sozusagen, die anders schmeckt als alles andere, toll. Richtig? Bravo. Es gibt einen Weinberg, der oberhalb meines Filetstücks, wo das große Gewächs wächst, steht. Also ein bisschen kühler, weiter oben im Berg. Und den habe ich in den 2000ern dazu erwerben können. Kleiner Weinberg. Und ich habe halt festgestellt, es schmeckt halt anders. Mhm. Es schmeckt halt nicht wie mein Moorstein. Und es ist auch nicht das gleiche Mundgefühl von den Mineralien. Er hat eine andere Art in seiner mineralischen Textur. Beim Moorstein beschreibe ich es immer so. Wir reden davon so einer geschlängelten, schmalen Straße, die so einen Berg hochgeht. Ja, so ist Moorstein am Gaumen. Und Laborn ist tendenziell eher ein Highway, der so eher breit und zack, hinten raus einfach unheimlich druckvoll daherkommt. Und deshalb hatte ich den Wunsch, ich wollte diese Parzelle separat ausbauen. Mhm. Hatte dann aber leider Gottes auch das Problem, dass unser Verband der VDP das nicht vorsieht. Also die Parzelle ist im Moorstein. Die Gewann heißt im oberen Brunnenhäuschen. Okay. Brunnenhäuschen ist ein anderes, ist die nachbargroße Gewächslage. Das heißt also, ich hätte einen Wein machen müssen, der also namentlich eine Katastrophe ist. Und so ist Laborn entstanden. Laborn ist die alte Bezeichnung dieser Gewanne da oben, so wie die alten Westhofener das Eck nennen. Und das kommt vermutlich tatsächlich aus der napoleonischen Zeit. Laborn von der Grenzstein, weil das da oben so sozusagen ein Dreiländereck ist. Da sind drei Orte, die aufeinanderstoßen, wo die Gemarkungsgrenzen sind. Ja. Okay. Und deshalb heißt diese Ecke da oben De Laborn. Also Laborn. Auf Französisch. Und insofern ist das natürlich ein wirklicher Bastard, der Wein, weil er nicht in der Klassifikation des VDP zu Hause ist und ist unser Besteigerungswein. Der Wein hat aber schon einen Fehler. Ich hoffe, ihr merkt das. Bitte? Er ist kein Moselwein. Diese Feinheit, die Kühle, die Frische, die ich da von der Saar, von der Ruwer, das könnte jetzt auch sehr gut ein Ruwerwein sein. Wobei du natürlich die Kalktextur, Kalt ist, ne, klar. Die gibt halt deutlich. Eben dieses etwas breitere Mundgefühl. Ja. Was ich meine, ist diese Feinheit. Die Säure ist schon präsent. Der hat eine enorme Kühle, die für Rheinhessen, wo es oft doch deutlich war. Das ist aber das, was einfach diesen Moorsteinberg auszeichnet. Dieser schwere Tonboden mit dem Kalk behält die Säure halt unheimlich lange. Und ich sehe es ja bei Eva, was sie für Aspekt. Säurewerte an der Mittelmosel hat. Und ich habe oft im Moorstein 0,5, 1 Gramm mehr Säure als im Drittenheim. Wow. Einfach, weil das ein kühler Berg ist. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit durchaus hilfreich. Ja. Wie alt sind die Reben? Das müsste so 60 Jahre alt sein. Schön. Ich habe leider keine genaue Definition davon. Also so ich als normaler Verbraucher
der sich das jetzt auch nicht so einfach so leisten kann, muss ich jetzt sagen. Also ich könnte jetzt nicht immer so für 350 Euro, ne, so. Aber habe mich immer auch gefragt, ist das denn wirklich auch geschmacklich? Muss man ja sich die Frage stellen. Ja, ja, klar. Und ich durfte das zum ersten Mal probieren, letztes Jahr auf deiner Verkostung. Und da war ich echt wie weggeblasen. Da habe ich echt gedacht, wow, das ist schon nochmal mehr im Mund. Es ist schon nochmal, es ist anders. Also für mich, für mich ist es so. Es ist geil. Also für mich ist so, der Wein ist nicht mein Super Riesling, der über allem steht, sondern er hat eine eigene Interpretation des Moorstein-Terroirs als der Moorstein selbst. Das ist anders, und ja. Und das sind wie Brüder oder Schwestern nebeneinander. Und da ist es jahrgangsunterschiedlich, was mir persönlich besser gefällt. Weil es gibt das Jahr, wo der Moorstein einfach dann besser daherkommt als der Laborn. Und es gibt umgekehrt die Jahre, wo Laborn-Jahrgänge sind, wo du halt sagst, okay, da hast du einfach ein bisschen mehr Freude dran. Machst du den dann nicht jedes Jahr als Laborn? Es gab zwei Jahrgänge, die ausgefallen sind. Aber ansonsten, eigentlich ist das Ziel, dann schon jedes Jahr abzufüllen. Mhm. Und was sagst du? Ich kann Weine immer schlecht beschreiben. Ich kann immer mir gefällt die Verbindung von einer unglaublichen inneren Dichte. Weine hat einen unglaublichen Druck. Ich bin sehr sensibel, was Alkohol angeht. Ich mag es nicht. Sehr oft sind solche Weine dann auch sehr schnell gehen in die Breite und sie werden dann auch dann laktisch, alkoholisch hinten dann zum Rändern. Das ist genau das, was dieser Wein nicht hat, sondern der Wein hat eine wunderschöne Frische. Mich beantwortet die Säure sehr. Mhm. Also die Säure ist tatsächlich so, deswegen habe ich eben gesagt, gut, auch noch ein Huber sein von der Säure her und, oder von der Saar. Und ich finde das beeindruckend gut. Und das ist ein perfektes Beispiel für das, wie moderner deutscher Wein eben auch international sich präsentieren sollte. Ich hoffe, heute Abend macht in Paris ein reicher Inder so eine Flasche auf und erfreut sich über die großartigen deutschen Weine, dass er gar nicht mehr 1.000 Euro für einen Limonarachet bezahlen muss oder 800 für einen Bottard, sondern dass er in Paris im Top... Und das ist ja das, was wir gerade erleben. Ich verbinde zwischen tollen Markt in Paris, dass wir eben auch mit unseren Weinen eben zunehmend auch eine Wahrnehmung erfahren in den Kreisen der Menschen, die das Beste suchen. Mhm. Und wenn wir jeden Tag das Beste anstreben, dann haben wir auch das Recht, von Kunden entdeckt zu werden, die das Beste verdienen und bezahlen. Und, aber um Gottes Willen, wenn du sagst, das ist ein Wein, den du nicht leisten magst. Ja, mit mögen hat das nichts zu tun. Ich möchte nochmal zurück auf den wichtigen Punkt zurückkommen. Eure Zuschauer werden in keinem Land dieser Welt, und ich trinke nun wirklich seit vielen, vielen Jahren Wein, in keinem Land der Welt so viel, sagen wir, Komplexität und Qualität in einem wirklich objektiven Sinne wahrnehmen, kaufen können, wie in Deutschland, zu Preisen, die wirklich sehr fair sind. Das absolut wird auch weiterhin bleiben. Aber es werden natürlich, und das ist das Tolle, was Philipp hier mit Laborn entwickelt hat, das haben wir ein bisschen verschlafen, weil ich einfach zu viel mit meinem Bau beschäftigt war und mit anderen Themen. Ich habe halt auch nur 7 Tage in der Woche und ich bin nicht ganz, versuche fleißig zu sein, weil ich so erzogen worden bin. Aber ich habe mich mit diesen Fragen der Super-Premium-Weine zu wenig beschäftigt. Und das werden wir jetzt in den nächsten Jahren nachholen. Wir haben jetzt einige fette Kaliber, einige dicke Patronen reingesteckt. Und ich habe das Tolle, dass ich momentan eine Mannschaft habe. Ich habe jetzt 2 Qualitätsmanager eingestellt und einen fantastischen Verwalter. Und wir greifen jetzt richtig an und ich freue mich auf die nächsten Jahre. Weil sowas entsteht nämlich nur im Weinberg. Das schmecke ich hier. Ich habe da mal noch, du hast das jetzt ja versucht, ein bisschen zu erklären. Letztlich ist ja so, dass dann ein Wein, den man auch zu so einem Preis mal verkaufen kann, Philipp, heißt das, dass man dadurch auch die Tür öffnet zu einem anderen Klientel? Wenn jetzt absolut der Roman sagt, die Wahrnehmung bei bestimmten Menschen fängt eben auch erst an, wenn der Wein, also absolut, nach dem Motto, wenn er nicht genug kostet, dann, also das bedeutet doch aber auch, dass die eigentlich keine Ahnung haben von Wein. Ich werde nie vergessen, wie ich auf der Isarinsel in München. Eine Probe hatte vor 15 Jahren. Und ich stand da stolz, wie ich hatte 2006er Jahrgang. Das war ein nicht so einfacher Jahrgang. Ich war stolz auf meine Beine, wie Harry. Ich war so richtig, boah, ich bestand. Boah, die Weine, das kennst du, du stehst mit deinen eigenen Beinen und sagst innerlich erst so, ja, toll. Und du präsentierst die Weine, bist stolz darauf. Willst du gerade nicht ein Lob haben. Du bist mit dir selber in diesem Augenblick bei dir und sagst so, ja. Schönster Moment ein ever. Ein grauenhafter Jahrgang. Das war wirklich alles schiefgegangen, was es schief gehen können. Und das ist ein typischer Jahrgang, den ich kurz davor bin, mir die Pulse dann aufzuschneiden oder irgendwie eine Brücke runterzuspringen, wobei ich mir bestenfalls den Arm breche. Aber, und dann waren die Weine herrlich, die waren wunderschön. Und dann war eine sehr, sehr, die hatte einen riesigen, wunderschönen, ich weiß nicht, Nerz, einen tollen Hermes-Mantel, das war etwas, also ganz Tolles an. Und die sah ganz toll aus, die sah wirklich perfekt. Dann so Mitte 50 Jahre, eine bildhübsche Münchnerin aus der allerbesten Gesellschaft. Und die Die war so begeistert. Die hat gekichert und gelacht. Dann hat sie ihren Mann rübergezogen, der war halt Staranwalt aus München. Und dann kam er
hat das probiert. Dann hat er sich das in der Liste angeschaut und dann ging er zur Seite und hat sie weggezerrt. Ich kam jetzt nicht blöd vor. Also ich habe das nicht verstanden. Und ich bin dann auch nicht ängstlich. Ich habe mir den irgendwann geschnappt und sage, entschuldigen Sie, ich möchte was lernen. Erklären Sie es mir. Was haben Sie? Ich habe, glaube ich, keinen Mundgeruch und ich war, glaube ich, auch nicht unfreundlich. Und ich weiß nicht, was sie war. Dann sagte er, wir trinken generell keine Weine unter 30 Euro. Okay. Und da wusste ich, ich mache was falsch. Und das ist etwas, was deutscher Wein lange Zeit nicht getan hat. Du musst diese Wertigkeit auf vielfältige Art erarbeiten. Du musst dir den Respekt der Menschen erarbeiten. Und ein Preis spiegelt eben auch immer einen Respekt wider. Das heißt nicht, dass du andere Menschen ausgrenzt. Bei Wittmann kann man wunderschöne Gutsrieslinge kaufen für 10, 12 Euro, die Flasche, die sind traumhaft. Und das ist etwas, was fast jedes deutsche Top-Weingut eben auch ausmacht. Das ist gerade die Basis, die Spaß macht. So ein Saris-Ding hier, das kostet 12 Euro. Also 13 Euro, das ist nichts. Und macht schon Riesenspaß. Mhm. Aber es geht trotzdem darum, dass wir oben eine Klientel ansprechen, die wirklich das Allerbeste haben möchte und dafür auch dann durchaus bereit ist, entsprechende Preise zu bezahlen. Und da sind wir heute sehr viel weiter. Warum? Weil wir uns alle auch sehr anstrengen und genau diese Leute auch begeistern wollen. Ist es vielleicht wie bei so einer großen Marke, wenn wir jetzt über Hermes sprechen oder über Rolex oder so, dass man eben auch als Weinproduzent sowas wird, wo eben dann auch Menschen von träumen, das auch trinken zu dürfen? Und dann eben auch auf die günstigeren Weine gehen, weil man dadurch die Marke in eine andere Sphäre bringt. Ich glaube, dass die Weinwelt so bunt ist, dass du Weingüter hast, die genau das, was du eben ansprichst, auch als Wertversprechen sehen und der Versuch, sich als Marke aufzubauen, die in einem hochwertigsten Mainstream zu Hause sind. Gleichzeitig gibt es aber eben auch die Weingüter, die ganz bewusst mit all dem gar nichts zu tun haben wollen. Und trotzdem einfach brutal hard to get sind, weil es einfach letztendlich seinem Produkt an sich so eine Nachfrage erregt und die Produktionsmengen klein sind. Also wir beide kennen Burgunder-Kollegen, da geht es nicht mehr um den Preis. Es gibt bestimmte, von Cartier oder von Rousseau, Amoroso, es gibt bestimmte Weine, die möchte ich aber Jahr für Jahr haben. Das ist dann wirklich auch ein Fetisch. Da geht es auch nicht mehr um den Wein, ich möchte es einfach haben. Und wenn ich dann 3 Flaschen von dem Fass bekomme, dann bin ich glücklich und dankbar und voller also Freude. In meinem Privatkeller ist es tatsächlich auch so, dass ich einfach die Flaschen, die rar und selten sind und ich froh bin, dass ich sie habe, ich freue mich einfach, die anzuschauen noch. Ja? Und ich denke tatsächlich auch mehrmals drüber nach, bevor ich irgendwann sage, so und heute ist es fällig. Ja? Also das eben und, aber ich trinke es auch. Also bei mir ist es so, ich bin kein Weinsammler in dem Sinne, dass ich dann sag so, aber die Flasche muss bewahrt bleiben, weil sonst ist meine Vertikale kaputt. Mir fehlt ein Jahrgang zwischen und so. Es ist bei mir so, dass ich tatsächlich sage, wenn ich das Gefühl habe, der Moment ist für eine Flasche da, dann ist mir das egal. Und dann mache ich die auch auf. Und ich habe, wenn man selbst in die Situation kommt, dass man wirklich auch teuren Wein abfüllt, dann verliert man so ein bisschen auch die Scheu davor und den Respekt davor, so eine Flasche aufzumachen, die einfach eigentlich unmöglich viel Geld kostet. Und du kannst es natürlich auch von der Seite diskutieren, dass diese wahnsinnig teuren Weine einfach auch eine bekloppte Übertreibung sind, die eigentlich schlicht nicht notwendig wäre. Aber was ich für mich als Weinliebhaber sage, ist, dass mir der Preis irgendwann egal ist, wenn es um was geht, wo ich sage, das will ich jetzt erleben. Und ich muss auch wirklich sagen, leider Gottes bin ich schon oft extrem beglückt worden von diesen teuren Weinen. Ja, also es ist halt schon so, dass... Aber auch enttäuscht. Natürlich gibt es auch die... Also ich meine, am allerschlimmsten ist es natürlich, wenn dann noch ein Korker oder so dran ist. Ja, und dann probierst du eine halbe Stunde, um den Kork drumherum zu probieren und versuchst dir einzureden, naja, eigentlich ist er doch ganz gut, aber eigentlich war ich schon verdammt normal, da hat eigentlich Kork. Also das ist natürlich Worst Case. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass das einfach Erlebnisse sind. Und das sind keine Erlebnisse, die du jeden Tag haben solltest, weil dann verliert es auch die Besonderheit. Aber die besonderen Flaschen zum richtigen Moment, die erheitern das Leben ohne Ende. Das ist einfach so, ja. Das sind Glücksmomente. Mhm. Und ich bin niemand, der sagt, Weihnachtsflasche, Silvester und Geburtstag. Um Gottes Willen. Der normale Mittwochabend kann genau der Moment sein, um ein Cheval Blanc aufzumachen. Das ist zwar pervers, aber wenn dieser Wein dann Glück verursacht... Das Glück an der Flasche, dieses Glück, das du bei einem ganz außergewöhnlich guten Wein erfährst, das ist schon was Tolles. Also diese Tiefe, dieses Reinfallen in die Qualität. Und dann, du riechst an dem Wein und du sagst, das ist eben auch, Laborn ist auch, für mich auch da ein solcher Wein. Du hast diese Tiefgründigkeit, du hast die Struktur, du hast hinten raus diese Länge, du hast die Intensität, das ist ein Erlebnis.
Für alle, die uns nicht sehen, muss ich es mal sagen, na, der Roman hat direkt auch ein Foto vom Etikett gemacht. Wird direkt bei Instagram verfolgt. So, ich habe eine kleine Herausforderung für euch. Oh. Das ist gerade auf die Flasche gekommen, das ist blutjung. Okay. Ist aber ja mit einer High-End-Idee erzeugt und muss einfach jetzt anders verkostet werden. Wir haben bisher Weine gehabt, die eigentlich brutal konsumfreudig waren, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung waren, aber die halt im Moment in einem wunderschönen Trinkfenster waren. Jetzt haben wir einen 2020er. Was der Philipp jetzt meint ist, ich krieg jetzt nix. Der vor 3 Wochen abgefüllt wurde. Chardonnay. Okay. Der Berg heißt der Wein. Genau. Also der Berg. Mein bester weißer Burgunder, den ich abfülle. Ein Wein, den es erst im zweiten Jahr gibt. Wir haben diese Kalkböden in Westhofen. Wow. Westhofen hat brutales Kalkterror und Burgundersorten lieben Kalk. Können da wunderbar. Die klimatische Entwicklung gibt uns auch hier neue Chancen. Wir werden immer Riesling-Weingut bleiben, aber für mich sind diese weiße Burgundersorten sind ein Themenbereich, das ist so eine Spielwiese, in der ich mich unheimlich wohlfühle, zumal ich privat so viel Burgund-Weiß trinke, dass ich irgendwie auch versuchen muss, das mal selbst zu erzeugen, damit es nicht ganz so teuer wird, das ganze Jahr über. Welche Hauslieferant ist das? Welche Fässer hast du? Das ist so, dass wir hier mit 3 bzw. 4 verschiedenen Tonnerien zusammenarbeiten. Wir sind hier bei nur noch bei 20% Neuholz. Das ist sehr, sehr gut. Der Berg. Mhm. Unsere Berge sind hier etwas anders als bei euch. Aber Entschuldigen, Philipp, jetzt müssen wir mal, mal die Kuh im Dorf lassen. Wenn man von in Rheinhessen von dem Berg spricht, glaube ich, reden wir von Anhebungen oder Hügeln. Aber der Hügel wäre jetzt auch marketingtechnisch. Also es ist bei uns so, dass wir von Niveau Westhofen 100 Höhenmeter bis 280 Höhenmeter entsprechende Entwicklung haben. Das sind kühle Lagen. Die haben wir auf Steinwurf entfernt. Und, ja, gut. Es ist letztendlich so, dass das rheinhessische Hügelland durch eine gewisse Weite geprägt ist. Und wenn du mittendrin stehst, merkst du oft gar nicht, was du für Höhenunterschiede hast. Und wir merken aber, wir haben 10 Tage zwischen den kühlen Lagen und in den wärmeren Lagen. Also das macht schon einen großen Unterschied. Und gerade wenn du mal so aus 5 Kilometer Entfernung auf den Westhofener Berg schaust, dann siehst du, dass das ein richtig massives Teil ist. Mhm. Und das ist halt eine Abbruchkante von einem Hochplateau. Und da ist jede Menge Kalkstein eben unten drin und obendrauf dieser Tonmörtel. Mhm. Und das sind die Bedingungen, die es ausmachen. Und dass der Wein jetzt der Berg heißt, ist auch wieder ein Thema. Ähnlich wie beim Labrandag ist auch der VDP dran schuld. Heute bin ich ja als VDP-Vizepräsident Musterknabe, stelle ich gerade fest. Es ist halt so, der Chardonnay darf halt die Lage nicht tragen bei uns in Rheinhessen. Und deshalb habe ich auch hier ein Vehikel gebraucht, weil es geht mir hier einfach auch um Herkunft, um Wertigkeit. Mhm. Und, muss man da den VDP manchmal ein bisschen... Der ist sehr bodengeprägt, der Wein, das gefällt mir sehr gut. Bodengeprägt, sagst du? Wir Winzer, das nennen wir Struktur. Ich bin übrigens jemand, ich mag sehr gerne Chardonnay. Ich weiß, wir leben ja ABC, Orbot Chardonnay, aber das ist eine Rebsorte, die ich extrem wertschätze. Ich trinke das auch brutal gerne. Ich liebe gute Chardonnays, auch in der Zeit, in der es immer noch nicht populär ist. Vielleicht auch deswegen, weil die meisten Chardonnays aus Kalifornien und gerade aus Australien und Neuseeland eben eher belanglos sind. Viele industrielle Weine belanglos sind. Aber das ist so eine spannende Rebsorte, mit der man so viel machen kann. Ist so. Das ist eine hochspannende Rebsorte. Schwierigkeit, so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus, dass das Pflanzmaterial dieser Rebsorte sehr divers ist. Ja, klar. Das heißt, es gibt also ganz unterschiedliche Typen. Oxygenische Varianz. Zum einen der Chardonnay, der eher in der Champagne für die Sektgrundweinproduktion da ist, der hat auch deutlich höhere Erträge, hat ganz andere Aromatik als das, was jetzt aus dem Burgund, wo einfach wirklich dieses Selektionsmaterial von alten Reben mit schwachem Wuchs, niedrigen Erträgen, ganz andere Dinge hervorbringt. Und das muss man halt einfach auch, wenn man mit der Rebsorte arbeiten muss, stellt man das nach und nach fest. Und wir haben zum Teil auch dann am Ende nochmal grün veredelt, um dann doch auf andere Genetik zu kommen, um einfach dann die Stilistik auch in diese Richtung zu entwickeln. Und wenn du das was jetzt so im Glas grün hast, dann veredelt? Sagst du, okay, das heißt, dass wir tatsächlich die Rebe ja. auf den Stamm der Rebe eine andere Rebsorte aufgepfropft haben. Okay. Das ist ja das, jeder Obstbaum hat das. Also wenn das kenn ich. Das, genau. Du hast einfach einen Omega-Schnitt, in dem eine, das macht man ein bisschen anders, aber generell wird jede Rebe, die nicht wurzelecht ist, wird eben eine fruchttragende Sorte, wird mit einer Wurzelsorte verbunden, um die Eigenschaften von beiden Pflanzen zu verbinden. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Methode, mit der man immer die Reblos eliminieren konnte oder bekämpfen konnte. Und was er meint, ist, dass man eben eine bestehende Sorte
das sind Winzer mit einer Sorte, die ihm nicht gefällt, mit einem Klon, der ihm nicht gefällt, eben sich nochmal verändern kann, indem er eine andere fruchttragende Sorte an die rote tragende Sorte knüpft. Weil das Problem bei uns Winzern ist, der Philipp und ich sind jetzt nicht mehr ganz frisch, wir sind nicht mehr Anfang 20. Ich finde, ihr seid sehr frisch. Ja, aber wir wollen ja nicht gute Weine machen. Und das Problem ist, das ist auch eines meiner Hauptprobleme in meinem Leben. Ich bin sehr unruhig. Und ich stelle jeden Tag fest, wie die Jahre dahin purzeln. Das geht so schnell, wie so ein Hochgeschwindigkeitszug. Und ich kann gar nicht schnell genug sprechen, um das in den Griff zu bekommen. Das merke ich gerade. Es geht so schnell. Und du kannst einfach mit dieser Methode, das ist der Grund, warum der Philipp damit arbeitet, kannst du einfach, wenn es gut gemacht ist, den Vorteil von alten Reben mit einer jungen Genetik verbinden. Und das ist eine ganz tolle Methode. Das Wurzelwerk eben ist da. Tief da. Und dann kannst du eben relativ schnell eine Qualität bekommen, die du sonst über Jahre hättest aufbauen müssen. Aber okay. Stichwort Genetik. Der Roman war einer der ersten, würde ich fast sagen, oder einer der wenigen, die schon Anfang der 2000er Jahre extrem viel darüber nachgedacht haben, was habe ich für eine Genetik in meinen Reben. Also natürlich, klar, zum einen extrem viele alte Reben, die sowieso da sind, die letztendlich dann auch ein enormes Potenzial an Qualität haben. Aber auch die Neupflanzungen, die du gemacht hast. Das, was du gepflanzt hast, war alles Material, was eben die spannende Genetik hatte, dass die Erträge nicht zu groß waren, dass die Aromenausprägung dadurch die richtige ist, die Herkunftsprägung im Wein deutlich größer ist und nicht eben diese züchterisch bearbeiteten Klone, die letztendlich vor allem in den 60er Jahren gezüchtet wurden, um einfach die Erträge im Weinbau zu steigern. Masse. Viel Masse. Also das war damals das Ziel. Ich möchte das auch den Leuten aus der Zeit gar nicht vorwerfen. So war der Weinbau geprägt. Man hat so ein bisschen seine Wurzeln verlassen, hat versucht, irgendwo die Produktivität zu steigern, um irgendwie einen... um den Kühlschrank zu füllen. Richtig. Um den Betrieb zu retten. Richtig. Und am Ende ist es so, dass das natürlich dazu geführt hat, zum einen hast du Klonmaterial, bearbeitetes Klonmaterial, was letztendlich qualitativ wirklich degeneriert ist. Und zum anderen in anderen Regionen, bei uns in Hessen, wurden ein Haufen Rebsorten gepflanzt, die die Welt nicht braucht. Aber das ist jetzt nach den letzten 20 Jahren so, dass wenn jemand früh sich damit beschäftigt hat, er heute eigentlich auch ein Stück weit frei davon ist und profitieren kann davon, dass er einfach gutes Material hat. Und das ist eine Bank. Wenn heute ein Winzer neu anfängt, dann wird er sich damit auseinandersetzen müssen und jedes Jahr, was du schon in deinem Rücken hast, mit richtigen Entscheidungen in der Vergangenheit, hilft dir halt brutal. Ne? Das ist halt dieses nachhaltig in Generationen denken, oder? Genau, absolut. Und da kommen wir dann, wenn wir die viel zitierten Franzosen mit ihren aufregenden Weinen, wie auch immer, auch ihren teuren Weinen, gehen wir ins Burgund, die haben halt ihre kulturellen Wertigkeitsaspekte behalten. Die haben halt nicht alles über den Haufen geschmissen, sondern sie waren ein Stück weit rückständig vielleicht in mancher Zeit, aber sie haben dann irgendwann wieder von dieser Rückständigkeit profitiert. Ich glaube, es ist letztlich die Frage der Identität. Ich möchte es an einem Bild festmachen. Wenn in Westhofen ein junger Winzer vor 20 Jahren an der Käsetheke morgens im Edeka-Markt erzählt, dass er jetzt noch einen neuen Klon entdeckt hat und neben dem Dornfelder jetzt noch eine neue Variante von, keine Ahnung, eine andere Rebsorte pflanzt, dann werden die Leute ihn als kreativ und innovativ betrachten. Wenn in Burgund an der Käsetheke, besser an der Fleischtheke, bei einem schönen Metzger in Bohnen, in der Seitenstraße, ein sehr guter Metzger mit großen Stücken, also so ein Ort, den wir beide sehr schätzen. Weil die besten Metzger. Und nein, aber das ist schon toll. Wenn man, das hat sehr viel mit einer Identität zu tun. Und wenn dort der Junge, nennen wir ihn François, und François geht in den Laden hinein und will sich sein Côte d'Oeuf aussuchen und sagt, ich hätte gerne das Côte d'Oeuf. Neben ihm kommt jetzt Pierre und Pierre fragt ihn, hey, du hast gerade einen neuen Weinberg angelegt. Ja, dann würde er eben erzählen, dass er jetzt gerade ein Cabernet oder ein Merlot gepflanzt hat. Piwi-Sorte. Die Oma, eine Piwi-Sorte gepflanzt hat. Die 80 Jahre alte Dame mit dem Regenschirm, die hinter ihm steht, würde den Regenschirm nehmen und würde ihm dreimal einen drüber ziehen. Und verdreschen, weil jedem klar denkenden Menschen in Burgund bewusst ist, es gibt Chardonnay und es gibt Pinot und sonst nichts. Und das finde ich toll, das finde ich bewundernswert. Die Kultur wird ja auch über baukulturelles Erbe transportiert, sie wird über Esskultur transportiert. Es gibt so viele Dinge, die da zusammenlaufen. Und ich lebe halt in Deutschland, in einer Region, in einem Land, in dem das eben leider, ob das ein Gundersblumen ist oder ein Wildingen, nicht so richtig verstanden wird. Und wenn ich jetzt nach Österreich gehe, in die Wachau, und dann mir dort einen Spitz in der Wachau die Dörfer anschaue, die sind halt intakt. Und da wird halt, die Knolls haben natürlich ein tolles Gebäude, ein historisches Gebäude, und der Hof da drüben ist auch historisch, und das ist alles, die leben das. Und sie haben eine Identifikation mit diesem kulturellen Erbe. Und das ist das, was uns Deutschen vielleicht aufgrund unserer
wilden Geschichte oder warum auch immer fehlt. Aber wir sind ein Land, in dem immer ein Ess- und Trinkkultur lange Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben, wie auch die Dichtung und die Musik eine wichtige Rolle gespielt haben. Das haben wir verloren, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das zurückzubekommen. Mhm. Und auf den Wein zurückzukommen. Das kann man jetzt mal so stehen lassen. Ja, ja. Alles gut. Nein, also ich bin was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Wein schmeckt. Roman, du hast gesagt, du liegst auf... Das ist echt gut. Ja, das ist echt gut. Ich weiß, was ich mag an dem Wein? Oh, aber wenn du einen ganz, ganz großen Bordeaux oder einen großen Burgunder im Glas hast, dann hat er was Weißes. Mhm. Ist immer so. Ein ganz großer Lafite, ich hatte mal einen 340er Lafite im Glas vor ein paar Wochen, der hatte das was Weißes. Dieses helle, diese weißen Blüten, das hat er. Er hatte helle Blüten und das gefällt mir sehr, sehr gut. Denk mal an so ganz weiße Blüten im Frühling, ganz zart, ganz fein und nicht aufdringlich. Mhm. Das muss jetzt mal sich erstmal finden. Der wird noch ein bisschen cremiger, ne? Nein, das ist, heißt ja umsonst der Berg, das ist kühl gewachsen. Das hat schon auch eine Säuretextur, die letztendlich den Wein aber gerade mit so einem Jahrgang wie 20, was noch eine gute Reife hat, das wird den Wein tragen. Große Burgunder, weiß, brauchen auch Säure. Diese zu hohe Reife und die vor allem zu weichen Jahrgänge, das kann vielleicht maximal beeindrucken beim Essen, aber die wirklich aufregenden großen Burgunder, die kommen mit Säure und vor allem mit ganz viel mineralischem Kick am Gaumen. Und das meine Hoffnung ist bei dem Wein, wenn wir das jetzt ein paar Jahre wiederholt bekommen, wie gesagt, das ist der zweite Jahrgang, ich wünsche mir einfach, da so ein kleines, feines Modell von etwas, was rein hessische Weinbergskultur mit Klimatik und Chardonnay als so eine kleine Nische nach dem Motto, wir machen Riesling, aber den sollten wir auch mal probiert haben und irgendwie so als so einen kleinen Spielerei-Geheimtipp am Rande. So in der Art sehe ich das. Und wie gesagt, mir ist am allerwichtigsten, ich mach's für mich, weil ich will den selbst trinken. Und das ist wichtigste bei dem Winzer, wenn er jetzt seinen Wein auch noch mag. Es ist wirklich so, ich trinke unheimlich viel Burgundweiß. Und das Problem ist, dass die aufregenden, tollen Weine, da stoße ich dann auch an meine finanziellen Grenzen, wo ich sage, ich kann nicht jeden Abend Flasch Wein für 150 Euro aufmachen. Das wird dann irgendwann auch hart. Und dann geht mir es auch so, dass ich oft auch nicht zufrieden bin mit dem, was ich gerade aufgemacht habe. Ich brauche Mundgefühl, ich brauche Gaumen, ich brauche dieses Salzige. Und deshalb ist Chardonnay eine tolle Rebsorte, weil die das transportieren kann. Und ich trinke natürlich auch jede Menge Riesling und auch viel Champagner. Also es ist bei mir sehr stark weißorientiert. Der Chardonnay, schwerpunktmäßig Außenburgund, natürlich gibt es Überraschungen von woanders her, die auch toll sind, ist tatsächlich für mich im Stillweinbereich neben dem Riesling, was mir am wichtigsten ist. Das ist einfach ein Erlebnis in Burgund. Dann von Einzelfässern, von manchen Parzellen hast du nur ein Fass oder zwei Fässer, drei Fässer. Und dann siehst du die Feinheit, die Nuancen. Dann hast du was wir jetzt gerade erleben, die unfertigen Weine aus dem Fass heraus mit einem Glasheber. Das ist ein Erlebnis. Das muss man als Winzer einfach. Und dann merkst du, was Weinkultur ist. Und dann hat das nichts mit dem Preis zu tun, den es kostet. Das ist eine ganz andere Ebene. Und dann probierst du den Wein, das will ich nicht vergessen, dann probierst du diesen Wein. Oh. Dann sagt er, Roman, c'est le Rochemer, le Rochemer. Und dann sage ich, weil das ist ein Batam und Roche, und dann bist du in einer Weltklasse-Lage, und dann Wein mit einer ganz anderen Dimension nochmal, mit Druck. Ja. Und dann sagt er, ja, sag ich, warum schmeckt das so toll? Hammer. Und dann sagt er, das ist le Rochemer, die Wurzeln haben den Urboden berührt und saugen quasi die Struktur und die Elemente dieses Urbodens in den Wein hinein. Diese Denke finde ich einfach nur großartig, weil das ist nämlich der Kern dessen, was ihr anstrebt, was wir anstreben. Und das ist das, was den handwerklich arbeitenden Betrieb von dem industriell arbeitenden Winzer unterscheidet. Da kommen wir jetzt mal zurück wieder auf dieses im Weinberg sein, was mich dann immer so aufregt. Deshalb an der Saar kannst du dieses Gefühl wiederholen, wenn du jetzt gerade in dem Bereich zwischen Chassagne und Puligny, eigentlich näher an Chassagne, da wo die hochwertigen Premier Crus und Grand Crus liegen und dann eben Le Montrachet, Chevalier Montrachet, meine persönliche Lieblingssage dort. Wenn du da unterwegs bist, dir das anguckst, diese uralten Reben, diese Exaktheit, diese Steinmauern, der Boden, der einfach knallt vor Kalksteinen, das ist einfach wirklich Weinbergsgelände, wo du siehst, dass das großartig sein muss. Ja, du siehst das, du guckst dir das an, du siehst, dass das muss gut sein. Es vibriert. Und das hast du halt an der Saar, da hast du auch dieses wahnsinnige Gefühl von einem Kulturgut, wo du sagst, okay, das ist... Wir reden von Jahrtausend, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Man muss sich seiner Vergänglichkeit bewusst sein. In meinem Turm im Weingut habe ich Weingefäße aus Apulien ausgestellt. Das ist dann meine Mutter.
Diese Gefäße sind zwischen 2300 und 2700 Jahre alt. Ich bin 53. Diese Gefäße sind 40, 50, 60 Mal so alt, wie ich bin. Und die Weinkultur ist 5000 Jahre alt. Wir arbeiten in Weinbergen, die vor knapp 2000 Jahren von römischen Legionären oder wahrscheinlich Sklaven, die sie irgendwas aus solchen Kriegen mit den Franzosen, mit den späteren Franzosen, also mit den Franken eben eingekerkert haben, wurden die Büsche entfernt und wurden dann diese Weinberge kultiviert, es wurden Weinberge daraus gemacht. Wir haben es mit einer Kulturlandschaft zu tun und wir sprachen eben über Geld, das ein Wein kostet, wir sprachen über andere Dinge. Aber eigentlich ist ein Winzer jemand, der diesen Boden kultiviert, kulturbar macht und der einfach das hebt, was da drin steckt an Potenzialen. Ja. Oder das Glück hat und das sehe ich als ein Geschenk an. Und jeder neue Weinberg, den ich erleben darf, wir werden in wenigen Wochen werden wir eine Parzelle in dem Geisberg zu Ende bepflanzen. Und das ist einfach, das sehe ich als ein ganz, ganz großes Privileg an, dass ich in solchen Lagen arbeiten darf. Mit Fröhlichkeit, mit Optimismus, mit Begeisterung. Völlig unabhängig von den ökonomischen Aspekten. Mhm. Dass wir etwas heben wollen. Das ist wie ein Schatz. Also ich fühle mich manchmal dann wie so wie, dann siehst du alte Winnetou-Filme, die auf der Suche nach dem verlorenen Schatz. So fühle ich mich dann. Und dann merkst du, du bekommst diese Vibration, du kriegst den Le Rochemer. Du merkst, da ist ein toller Boden, der einen Wein prägt und der die nächsten Generationen begleiten wird. Mhm. Du siehst dich als der Erzeuger. Eben, das ist der Unterschied zu dem armen Schwein, das in Saint-Tropez sich die neue Yacht gekauft hat und dann feststellen muss, dass einer einen Kahn hat, der noch mal doppelt so groß ist wie der andere. Also es gibt immer einen größeren Kahn. Immer einen größeren Kahn. Oder du hast den dicksten Bentley gekauft und da ist leider einer neben dir, der hat noch eine dickere Karre. Das ist irgendwie einfach frustrierend. Es geht nicht darum, den größten, den längsten, den tollsten, sondern es geht darum, die Dinge zu erleben im Glück und zu erfahren. Und dann auf einmal kommen Menschen zu dir, die dich anlächeln, die sagen, ich habe ihren Wein getrunken und er ist so schön. Und das ist das, was uns in unserem Beruf prägt und was uns eine sehr tiefe Zufriedenheit gibt. Ist ja eh so ein Beruf, wo man so viele Menschen erlebt, die irgendwie einen, guckst du auf dein Handy zwischendurch, du weißt, wenn das vibriert, gell, dann bist du direkt raus hier. Das ist echt schön. Man echt in keinem anderen Beruf. Wie oft habe ich schon gesagt, boah, ist das ein toller Wein und super, dass man den, das ist schon... Letztlich ist, glaube ich, die Frage der Wertschätzung, das ist etwas, was uns Deutschen nicht gerade inhärent ist. Und ich finde es wichtig, dass wir Leistungen, ob das ein toller Arzt ist oder ob das jemand, der gerade ein Auto gewaschen hat, ich weiß nicht, es gibt da tausend Sachen. Ich finde es toll, wenn die Menschen die Dinge mit Leidenschaft machen. Also wenn mir mein Sohn irgendwann sagt, Papa, dein Weingut, ehrlich, ist nicht mein Ding. Ich habe immer davon geträumt, einen Schuhladen zu betreiben. Dann würde ich sagen, im ersten Augenblick würde ich sagen, oh mein Gott. Im nächsten würde ich sagen, okay. Also mein Sohn ist im Moment so drauf, dass er sagt, das mit dem Weingut ist cool, aber er wird Fußballer. Ja, aber das kommt ja ganz nach dir. Das Gute mit den Fußballern ist, mit Mitte 30 ist ein Schluss. Zum Wohl. Also auf den Geisberg. Erzähl die Geisberg-Story. Das ist, glaube ich, auch was mega spannend ist. War das der Berg, vor dem du standst, wo du gesagt hast? Nee, das war der Altenberg. Okay. Ich muss sagen, ich habe den Geisberg... nicht visuell vor mir, aber ich weiß, dass es für den Roman ein größeres Projekt war auch. Wie alle Projekte, die eine gute Entwicklung nehmen, ein sehr schmerzhafter Prozess. Ja gut, ich habe in den letzten 20 Jahren von etwa 600 Eigentümern Land gekauft. In diesem Fall war es so, dass der Geisberg eine Lage ist, die vor 100, 120 Jahren eine absolute Ausnahmelage war. Die Saar hat die Mosel über sehr lange Zeit dominiert. Und der Geisberg war eine Lage, die wurde erst von Römern angelegt, in einem Dorf, das heißt Ochten, und sehr, sehr steil, sehr karg. Ein Boden, der sich signifikant von allem anderen unterscheidet, was wir in der Saar haben. Kein Schieferboden, sondern die Menschen in der Saar nennen das Beinerling. Wir haben ein Quarz-Gemisch. Wie Kartoffeln liegen diese Stücke da drin, also ganz interessant, die Steine. Mhm. Also ganz karg, grässig darin zu arbeiten, weil du mit deinen Schuhen musst du feste Schuhe haben, die Knöchel schützen, weil sonst knickst du immer wieder um. Ein Boden, in dem man die Pferde kaum reingeschlagen bekommt, so steil wie eine Wand. Da haben wir inzwischen 10 Hektar und haben die von etwa 160 Eigentümern zusammengekauft über einen Zeitraum von 4 Jahren. Ja. Oh, komm mal vorbei. Das ist wirklich, du stehst vor dem Berg und denkst, der liebe Gott ist jetzt hier direkt nebenan, hat sich seine Laube. So steil. Ja, das ist so steil, denn das ist aber auch einfach, du spürst im Berg, das ist ein großes Terroir. Du merkst das Potenzial. Du merkst, boah, hier wächst großer Wein.
Ich mag Denkmäler. Ich schaue mir immer in London oder in Paris. Wir haben ja diese Dinger hier immer bei uns. Da können wir gleich mal gucken, wer war denn François Michel Dingenskirchen? Und dann sieben, der hat mal irgendein Verfahren gegen Lepra entwickelt oder ich weiß nicht was. Und das finde ich toll, dass Menschen aufgrund ihrer besonderen Leistung eine Anerkennung erfahren haben. Ich mag Denkmäler. Deswegen, dieser Geisberg ist halt ein schon fast eine Art Denkmal, dieser Weinberg. Das ist ein Weinberg, der dessen Weine vor 100 Jahren direkt neben den Weinen von Egon Müller-Schatzhof, also dem Schatzhofberg, mit die begehrtesten und teuersten Weine der Welt waren. Okay. Was ich gemacht habe, ist ganz einfach das System. Ich habe von etwa 600 Eigentümern Land gekauft in den letzten 20 Jahren und habe einfach mir angeschaut, wer hat denn auf den Versteigerungen in Trier die höchsten Preise bekommen. Und dann habe ich die Gründungszeit des VDPs, also vor 120 Jahren. 1910, 1905, 1890, 1895. Wer hat denn damals die höchsten Preise erzielt? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt war der, es gab vor 150 Jahren, zwischen 1830 und 1860, preußische Steuerschätzer, die haben Weinberger eingeschätzt. Okay. Und sie haben sie damals in insgesamt 8 Klassen unterteilt. Die Preußen, wie ihr wisst, waren sehr akkurat. Ich habe Originaldokumente zu Hause liegen, die wurden mal weggeschmissen, die konnte ich aus dem Container in Saarburg fischen. Ich bin in den Container reingeklettert, als das Katasteramt aufgelöst wurde. Rief mich eine Oma an aus Saarburg, sie suchen doch alte Unterlagen. Ich sage, ja, kommen Sie vorbei, der Container ist voll. Wirklich? Ja, so gehen die mit unseren Dokumenten um. Da haben 3 verschiedene preußische Steuerschätzer mit verschiedenen Stiftfarben aus Governance-Gründen ihre Klasse eingeteilt. Die haben gesagt, dieser Weinberg hat nicht die 8, hat die 7. Und also der andere sagt, nee, das ist 8. Also dann sieht man übereinander gelegt, damit Korruption verhindert wird. Die haben ein Kataster der Güte nach bewertet und haben aufgrund dieser Bewertung dann Grundsteuern eingenommen. Das ist kein Spaß. Grundsteuer, bei denen die Zöllen die Haupteinnahmequelle des preußischen Staates. Und aufgrund dieser Dokumente in Verbindung mit den Preisen, die in Trier erzielt worden sind, den Versteigerungen, in Verbindung mit Preisen, die man im Ritz in Paris erzielt hat, immerhin hat der Geisberg in Paris 3-mal so viel Geld erbracht wie der Lafite. In Frankreich, im Ritz, das ist schon nicht schlecht, ja. Habe ich mir dann gedacht, es könnte ja sein, dass der Weinberg gut ist. Und habe dann diesen Weinberg gemeinsam erschlossen, gekauft, in vielen, vielen Gesprächen unter Einfluss vom Bürgermeister und vom Pfarrer dann die Menschen davon überzeugt, dass sie sich doch von ihrer Brache, von ihrem Stück Land trennen. Wir waren ja lange Zeit Realteilungsgebiet. Das heißt, ein Weinberg wurde immer wieder geteilt von den Kindern. Die Parzellen waren winzig klein und wir reden von Hunderten von Parzellen. Und dann kam der Klimawandel. Wir reden heute vom Klimawandel in der Erwärmung. Damals in den 1950er, 60er, 70er Jahren gab es eine Abkühlung. Es war sehr kühl und die Trauben wurden nicht reif. Ja. Und die Winzer sind gescheitert und die haben nach und nach alles aufgegeben. Und so hatte ich die historische Chance, etwas zu kaufen, was dann hoffentlich in den Blick auf den Klimawandel in den nächsten Generationen uns sehr viel Freude bereiten wird. Weil du musst ja immer, das, was ich an Philipp sehr schätze, du musst ja immer langfristig denken. Aber lass uns doch mal ganz kurz zu diesem Wein zurückgehen. Das ist nämlich ein Kabinett jetzt, richtig? Ja, wir sind jetzt natürlich im genauso blutjungen Jahrgang, klar. 2020. Also da ist es die primäre Frucht, die springt dich nicht brutal an, weil da auch noch so ein bisschen Hefeschleier drüber liegt. Mhm. Also ein Wein, der quasi auch erst in der Flasche angekommen ist und der einfach auch noch sich finden muss. Mhm. Aber mit einer Textur und mit einer Vielschichtigkeit, dass das mit Sicherheit großartig werden wird. Im Moment würde ich aber sagen, ab noch in den Keller. Und ich würde dem noch ein bisschen Zeit geben. Als ich das Weinberg gegründet habe, im allerersten Jahr in 2000, habe ich selber jeden Auftrag noch verschickt, jede Kiste gepackt und jeden Karton und über das Klebeband drüber geklebt im ersten Jahr. Und da waren dann natürlich auch Zettel reingelegt, oder? Kabinett. Dein Vater hat Kabinett gekauft bei mir. Das ich damals, kann sein, ne? Ja, im Jahr 2000. Da habe ich ihn sehr überrascht, habe ich nachgeschaut, wer ist denn das? Und fand ich cool. Das ist ein Winzer in Rheinhessen, sich ein Kabinett von der Mosel kauft. Das war damals Straße. Ich weiß nicht genau, ich habe noch die Schatzhofberg wahrscheinlich. Das Kabinett, wo das habt ihr gekauft. Ja, gut sein. Ja, sehr lustig. Ja, so, das ist im Übrigen tatsächlich so. Mein Vater ist ein großer Liebhaber der zartfruchtsüßen Weine der Mosel. Mhm. Und hat das ja gut gepasst, dass du die Eva kennengelernt hast. Ja, also es ist wirklich ein Thema, was ihm große Freude bereitet. Und es ist dann immer so ein bisschen in der Diskussion, welche Weine aus meinem Keller für ihn interessant sind und welche eher nicht. Es ist familiär schon ganz, ganz schön, wenn Wein auch ein privates Thema ist, über das du dich immer wieder austauschst und wo du nicht unbedingt einig sein musst. Mhm. Ja. Ich privat trinke sehr wenig Weine mit eigener Restsüße. Mhm. Obwohl ich diese Weine großartig finde, stelle ich fest, dass es so ist, dass ich die Flaschen nicht aufmache. Mhm. Ich trinke das auch schon.
Nach 30, 40 Jahren. Ja, also aber wirklich lange gereift. Also ich gebe es ehrlich zu, das ist nicht gemacht, um jetzt getrunken zu werden. Ich habe es einfach mitgebracht. So ein Cabinet würdest du jetzt mal 30 Jahre liegen lassen. Ja, also man muss da unterscheiden. Es gibt einen Cabinet-Style, der heute auch en vogue ist, der dann auch gern so von einem jungen Publikum getrunken wird, der so ein bisschen knallig ist. Aber wir hatten noch zum Beispiel mal den Herrn Dönhoff hier. Dieser Style eignet sich auch zum Jungtrinken. Mhm. Aber so wie die Textur von dem Wein ist, der ist noch so auseinander in seiner Struktur, das ist ähnlich, wenn ich einen jungen Moorstein aufmache, das ist noch nicht zusammengefügt. Und der ist nicht poppig, der Wein. Der Wein ist das Gegenteil davon. Der Wein ist in einem Werden und der wird viel Zeit brauchen, um dann ganz groß zu sein. Okay. Und dann kommen wir zum Cornelius Dönhoff. Genau. Der schafft es, diese Elemente zu verbinden. Mhm. Und das ist natürlich auch großartig, wenn du das kannst, ja? Dass du tatsächlich diese jungen, knalligen Elemente betonst und trotzdem den Tiefgang hast. Und diese Weine können natürlich auch hervorragend reifen. Das ist ein anderer Ansatz. Und dann gibt es die Kategorie, die ich dann weniger spannend finde. Das sind die Weine, die eher dann für diesen jungen Konsum gedacht sind, die halt sehr stark auf Aromen gehen. Ja? Mhm. Das ist Aromenhascherei. Ja. Und dann noch ein bisschen Fruchtsüße rein. Und das ist im Moment schon ein Style, der auch gerade ein bisschen gefeiert wird. Finde ich persönlich aber schwierig. Ja. Mhm. Ich habe den Wein mitgebracht, nicht um euch mit dem Wein zu beeindrucken. Wir reden vom Jungfernertrag. Es ist der erste Ertrag in einem. Es sind, ich darf ja auch nicht sagen, dass es wurzechte Reben sind, weil das ist nämlich illegal. Es sind natürlich Reben, die. Aber es ist eine alte Rebgenetik. Wir haben dort keine modernen Klone gepflanzt. Wir wollten eben kleinbärige Früchte haben, homöopathischer Ertrag. Natürlich ist es auch viel zu süß momentan noch, das ist mir klar. Aber es geht eher darum, dass irgendwann mal vielleicht mein Sohn oder mein Enkelsohn vielleicht mal eine Flasche aufmacht aus dem Jahre 2020 und dann sagt, wow, ja? 80 Jahre alt und dann mal steht in der Eins. Also mich hat dieses Bild von Egon Müller, diese Prägung des Berges und diese Reifefähigkeit der Weine hat mich sehr geprägt. Mhm. Und ich träume davon, dass vielleicht Nachfahren von mir Weine aufmachen, wenn ich schon lange Sternstaub bin. Deshalb habe ich doch die 2000er noch, weil kann ich immer sagen, das war Roman sein erster Jahrgang. Nein, aber ich habe das Glück, ich habe einen Freund in Düsseldorf, mit dem wir häufiger deutlich, wir gehören einem Club an Ü100. Wir trinken in dieser Vereinigung nur über 100 Jahre alte Weine. Und wenn du dann mal Wein hast in 1860er, 70er, 80er Jahren im Glas hast, Burgunder, aus einer Zeit, bevor das erste Flugzeug geflogen ist, bevor ein Auto gefahren ist. Das ist verrückt eigentlich. Letztlich hatten wir eine Probe, der eine Jahrgang war 1870, der andere 71. Das war genau die Phase der Deutsch-Französische Krieg. Genau in dem Jahr hat sich Deutschland und Frankreich, die haben die Köpfe eingeschlagen, sich Leute umgebracht. Aber sie haben halt trotzdem Weine gemacht, die dann auch heute, 150 Jahre später, von Menschen, sehr wie Aliens, auf einmal aufgemacht werden. Mhm. Und der Wein präsentiert sich toll. Und das ist einfach ein Erlebnis. Das ist ja nicht nur ein Genussgut, übrigens erstaunlich gut gelungen, sondern das ist ja auch ein Zeitzeuge. Ich bin immer voller Demut, wenn ich sowas probieren darf, völlig unabhängig von den ökonomischen Aspekten. Wenn wir jetzt mal über die Geschichte des Weins sprechen, sprechen wir doch auch mal über die dunkle Zeit des Weins, weil du hast ja zum Beispiel mir auch diese ganzen wunderbaren Karten gezeigt, wo der Wein so viel wert war und dann kam natürlich der Nationalsozialismus. Und damit ja eigentlich begann eigentlich auch so ein bisschen die dunkle Zeit, würde ich jetzt so interpretieren, oder? Wo es darum ging, Wein fürs Volk zu machen und also im großen Stil und eben nicht mehr Spitzenweine auf die jüdischen Händler. Vor allem wurde der Handel halt massiv gestört. Und es ist halt auch so gewesen, dass nach dem Krieg die Winzer andere Probleme hatten, als jetzt diese Kulturwerthaltigkeit so sehr im Blick zu haben. Mhm. Ich finde es toll, dass wir heute in einer Zeit leben, in der wir uns auf diese Werte zurückbesinnen, die mal in der Vor-Nazi-Zeit, also vor deutlich mehr als 80 Jahren, den Wein geprägt haben. Leider in dieser dunklen Zeitalter der deutschen Geschichte, in Rheinhessen, im Rheingau, in der Pfalz noch ein Tick stärker als in der Mosel übrigens, man leider Juden zunehmend vom Handel ausgeschlossen hat und dann eben die Pässe abgenommen hat. Ihr müsst wissen, dass in Trier zum Beispiel 2/3 aller Händler auf der Versteigerung waren Juden. Mhm. Juden durften ja bis 1884 in Deutschland kein Land besitzen. Das heißt, sie mussten Geldhandel oder Handel betreiben, weil sie durften gar nicht, sie hatten sehr eingeschränkte Berufsmöglichkeiten. Aus dem Grund heraus waren sie aber sehr fleißig, sehr engagiert, haben oft ihre Kinder besser ausgebildet. Sie haben wesentlich mehr zur Hochschule geschickt,
Und sie haben dann sehr schnell Wohlstand aufgebaut. Deswegen hat dieser Holocaust sehr viel mit Neid und Missgunst zu tun, weil man einer kleinen Schicht, die sehr schnell sehr wohlhabend geworden ist, einfach ihren Wohlstand beneidet hat. Und jüdische Familien neigen dazu, dass sie in Verbünden leben, Familienverbünden, eben auch international. Sie haben sehr starke internationale Strukturen. Große Netzwerke. Ja. Große Netzwerke. Und diese Netzwerke haben natürlich auch für den Handel deutliche Vorteile. Weswegen dann der Händler aus Mainz oder aus Traben-Trarbach dann zu seinem Cousin, Neffen, irgendwie Verwandten dann nach New York oder nach Boston oder nach Chicago liefert hat. Und in der Folge sehr erfolgreich deutsche Weine im Ausland platziert haben. Ich habe euch die Karte gezeigt von Ritz-Carlton New York 1941, in der 6 Weißweine aus Burgund, wir beide lieben sie ja sehr, lagen zwischen 3 und 5 Dollar die Flasche, 53 Weine aus Deutschland gegenüberstehen. Und der Latour lag bei 2,50 Dollar und der teuerste Rotwein der Welt heute, Romani Conti La Romane, lag bei 8 Dollar. Und der Lancaster Doctor lag bei 10 Goldmark die Flasche. Worauf ich eigentlich hinaus teurer als der teuerste Rotwein der Welt. Geil. 53 Weine aus Deutschland stehen, 6 Weißweine aus Burgund gegenüber. Ja, ist krass. Krass. Worauf ich jetzt hinaus wollte, war, dass du einen Wein gemacht hast gegen den Faschismus. Und das fand ich richtig gut. Wir machen auf Verfolgung jedes Jahr ein Thema. Ich habe für das aktuelle Jahr noch kein Thema. Wir suchen immer ein Thema, mit dem wir etwas Gutes suchen möchten. Und in dem Jahr war es eben das fußballnahe Thema für dich ganz spannend. Das St. Pauli-Museum in Hamburg, das sich sehr stark mit der Nachwuchsförderung beschäftigt und vor allem damit, dass man versucht, diese rechten Tendenzen, die leider im Fußball weit verbreitet sind, eben durch lustige Strategien in den Griff zu bekommen. Und das finde ich ganz toll, dass man junge Leute quer durch den Norden Deutschlands eben auf in Zeltlagern, eben in Vorträgen, in Stadtführungen in Hamburg ihnen vermittelt, dass das Verfolgen von rechts, von nationalen Parolen vielleicht nicht so glücklich verlaufen ist in Deutschland, vielleicht nicht so schlau ist. Und sie dann einfach vielleicht frühzeitig mit Fußball in Verbindung bringen und sagt, hey, Kicken ist viel cooler, wie mit der, die rechte Hand in Berlin im Stadion heben oder dummes Zeug reden. Und das gefällt mir, das haben wir mit 10.000 Euro gerade unterstützt. Das, wir haben einen Wein gemacht, kam an den Faschisten, mit dem wir das eben entsprechend gefördert haben. Die ganzen Einnahmen gingen zugunsten von dem St. Pauli Museum und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war eine Sache, die ich natürlich auf Instagram, Facebook, auf meinen Kanälen auch präsentiert habe, die sehr stark polarisiert hat. Leider habe ich ein paar gute, also eine Burschenschaftsdirektor aus Österreich sagt, wäre ein Top-Kunde von mir, viele tausend Euro pro Jahr Wein gekauft, kauft keinen Wein mehr bei mir. Das kann ich halt nicht verstehen. Weil er sagte, so, Wein und Politik hat nichts miteinander zu tun. Und dann sage ich, das stimmt nicht. Das kann ich nicht verstehen. Da hört es dann bei mir auf. So. Das stimmt vor allem auch nicht, wenn man in diese alten Weinkarten zeigt, ist die du mir gezeigt hast, wo wirklich so viele jüdische Namen drinstehen. Und dann ist das auch... Na klar ist Wein politisch. Ja, also absolut. Extrem politisch. Auch gerade, wenn du in die Historie reingehst, wenn es um Besitzstände und all die Dinge geht. Ja. Um Land geht es da. Ja, klar. Also Land ist das Politischste, was es gibt. Ja. Also ist halt einfach so. Ja. Dein Glas ist leer. Ja. Wir stoßen mal an. Kein Alkohol, auch eine Lösung. So, ich mache mal eine Schnellfragerunde, um euch etwas zu erfrischen. Roman, Weinsammeln ist für dich Zeichen von Kultiviertheit. Warum? Schnellfragerunde. Schnell. Immer ein Blick in die Geschichte. Philipp, was ist für dich ein Spitzenwein? Einer, der schnell getrunken werden kann. Was bringt dich auf die Palme, Roman? Faulheit. Warum ist Großzügigkeit in eurer Branche das A und O? Geiz ist der Beginn vom Untergang in der Branche. Also ich sag mal so, wenn man in der Lage ist, großzügig zu sein, ist das das Schönste und Beste, was man auch anderen antun kann. Das Coolste am Winzersein? Das ist der tollste Beruf, den man sich vorstellen kann. Pures Glück. Und das Nervigste manchmal? Die alten Sorgen des Abend, der Nacht und die neuen Sorgen am nächsten Morgen. Warum ist Weinmachen ein Generationenvertrag, Philipp? Weil die Langfristigkeit der Entscheidungen so eine große Tragweite hat. Und am Ende braucht man das Glück, dass dann auch die nächste Generation in den Vertrag einsteigt. Ich hoffe, ja, mal gucken, wie es ausgeht. Und ich habe bei all meinen Entscheidungen in unserem Weingut immer auch im Hinterkopf, dass ich das nicht für mich mache, sondern dass es nachhaltig langfristig in der Denke sein muss. Und das macht es aber halt auch zu einem ganz, ganz wichtigen Projekt, was eben ja mit Naturschutz, mit Nachhaltigkeit, mit Verantwortung für nächste Generationen in Verbindung bringt. Und der Weinbau steht dafür par excellence wie kaum eine andere Branche. Wahrscheinlich der einzige Weg.
Respekt. Nachhaltigkeit ist für dich ja auch nochmal ein Thema, was du ganz anders interpretierst als jetzt nur Bio. Ökologisch. Bio auch in dem Fall. Ne? Man muss sich bewusst sein, dass wir als Winzer ja auch nur eine biologische Halbwertszeit von 80 Jahren haben. Wenn ich betrachte, dass in den letzten 50 Jahren, die ich auf dieser Welt bin, die Welt in einer Art ausgeraubt wurde, wie nie zuvor in der Geschichte zuvor, dass wir alles, was wir bisher an Genusskultur hatten, wie wir Weinberge bewirtschaften, wie wir leben, wie wir konsumieren, alles in Frage stellen müssen, weil das geht so nicht weiter. Und Nachhaltigkeit ist für mich weitaus mehr als ökologische Nachhaltigkeit. Es ist Langfristigkeit. Ist das Glas, Entschuldigung, jetzt nehmen wir mal lieber meine Flasche. Ist das Glas, ist der Carbon Footprint, die haben es auf eine neue Leichtglasflasche umgestellt bei den Basiswein, kann ich das noch vertreten? Oder muss ich nicht ein Mehrwegsystem einführen? Wenn ich daran denke, wie viel Tonnen an Glasmüll ich pro Jahr produziere, das beängstigt mich. Also die Weinbranche Deutschlands steht wegen Alkohol, wegen CO2, wegen Arbeitszeit- und Schutzgesetz, Mindestlohn. Also wir haben richtig fette Herausforderungen vor uns. Und es braucht sehr viel Beschäftigung mit der Thematik, um die Betriebe zukunftsfest zu machen. Roman, was kannst du gar nicht? Was ich nicht kann? Ja. Langsam sprechen. Philipp, 350 Jahrgänge im Weingut Wittmann, welcher war der Beste? Der Letzte. Das ist klug. Wann macht dir Wein Spaß? Wenn es das leer ist. Auf eurer Homepage steht, Wein machen ist Kopfarbeit mit dem Herzen. Hey, das gehört dazu. Das ist Emotion. Das ist Emotion pur. Ich habe heute Morgen mit meinem Kellermeister, wir haben den Moorstein seziert und haben die Einzelfässer verkostet, 21 Jahrgang und momentan die Findungsphase. Ja. Und das ist mit unheimlich viel Emotion verbunden. Wir probieren blind, damit wir nicht zu sehr mit dem Kopf dran sind, sondern dann geht es erstmal. Und dann ist es aber so, in dem Moment, wo du aufdeckst, dann ist der Kopf wieder drin. Sag, Moment, das ist doch die Parzelle, die muss doch. Und ja, deshalb, das ist beides. Okay. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? Nicht schlafen. Noch mehr arbeiten. Das ist nicht arbeiten, das ist Glück. Glück, okay. Nervige Fragen, die du oft zu deinen Weinen gestellt bekommst? Nervige Fragen, die ich zu meinen Weinen gestellt bekomme? Mhm. Nervige Fragen. Und jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Was sind denn nervige Fragen, die du gestellt bekommst? Hat er auch Kork? Was ich spannend finde, ist, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie wenig und viele unserer Kunden eigentlich von unseren Weinen wissen. Und dass sie wissen, dass Riesling eine Rebsorte ist und Kabinett ein Prädikat ist, was mit Reife zu tun hat. Ich meine, seien wir ehrlich, die meisten wissen das überhaupt nicht. Ja, aber umgekehrt ist es so, dass ich einen Wahnsinn finde, wenn ich Leute habe, die sich dann über meine Moorsteine unterhalten und dann sagen, der 12er ist im Moment schöner wie der 14er und hast du 18 Grad Moment, der ist kaum gerade eine coole Phase. Ich meine, es gibt schon einen Haufen Leute, die sich auch unheimlich intensiv damit beschäftigen. Also du hast das irgendwie beides. Ja. Was sind so die Etikette bei Weinverkostungen? Worauf muss ich achten als Verbraucher? Oder womit kann ich euch total nerven? Wenn ich im Restaurant bin, und das ist mir jetzt gerade passiert im Tag, und der Mitarbeiter im Restaurant sagt, füllt mir das Glasrand voll. Das ist ein bisschen irritierend. Ich muss auch sagen, es gibt ja immer noch diese Glas-Touchereien. Habe ich interessanterweise, witzigerweise, seit neuestem nicht mehr so ein Problem mit. Schlimmer finde ich es, wenn Leute dumm schwätzen und aus einem belanglosen Wein eine große Geschichte machen. Mhm. Was ist der Ernie-Losen-Trick und wann wendest du den an? Der ist cool. Also Ernie ist ja jemand, der die Weinwelt in Deutschland sehr stark geprägt hat und international ein sehr hohes Ansehen erlangt hat. Der Ernie-Losen-Trick ist ganz einfach. Der macht, wenn er seinen amerikanischen Besucher oder aus Kanada, also richtig potente Weinsammler, Multiplikatoren, Journalisten zu Besuch hat, wenn er Stuart Pickett zum Beispiel beim saß, dann werden immer ein paar ganz dicke Bordeaux und Burgunder aufgemacht, von denen jeder weiß, dass der Aubryon 89 mal richtig viel Geld kostet. Und dann wird nach dem Aubryon 89, nach dem Lafite, am besten funktioniert es nach Lafite, weil das ist meistens eher Grünflaromatik, noch besser geht es bei Costa Sonnel, weil das ist immer ganz, ganz dunkle, harte Tannine. Und dann machst du einen schönen Cabi für eine Mosche auf. Einen schönen Wielner, zärtiger Sonnenuhr, Cabi oder selbst der erfahrenste Weinjournalist, der wirklich alles in seinem Leben im Glas hatte, hat diesen Costa Sonnel aus 1990 mit ganz dunklen, rauchigen Kaffeenoten. Und daneben ist dieser strahlend schöne, wundervolle, köstliche Wielner Kabinett für 10 Euro. Und der kostet 1.000. Und der Kunde denkt, der Journalist, der dann auch der Kunde ist, sagt dann, wow, 1.010. Krass. Aber der 10er macht viel mehr Spaß. Das mache ich sehr oft, das mache ich sehr gerne. Auch weil ich daran Spaß habe mit Gästen und Wein zu trinken. Aber es ist der einfachste und schönste Trick, um Menschen für die heimische Qualität zu begeistern. Was sagen Getränkekarten im Restaurant für euch aus? Wie jemand tickt natürlich. Das sagt für mich schon viel über das Restaurant aus. Also es ist selten so, dass ich im Food-Bereich dann mega glücklich werde, wenn die Weinkarte völlig lieblos ist. Und du erkennst eine
handwerklich gemachte Weinkarte sofort an ihrer Individualität. Mhm. Lustig ist, du hast persönliche Präferenzen und Sympathien. Klar, hat jeder. Mhm. Und es gibt Weinkarten, die sind dir brutal sympathisch, weil da deine ganzen Lieblingswinzer drauf sind. Der Busch ist da drauf. Und dann hast du aber, manchmal passiert es dir, eine Weinkarte mit hunderten von Positionen, und es war in jeder Kategorie immer der Winzer, der mir am wenigsten sympathisch ist, der die Rolle dann gespielt hat als der wichtigste in der Kategorie. Und da habe ich gedacht, das ist ja ein Wahnsinn, wie unterschiedlich Menschen sein können. Ja. Und das passt sich dann so an. Okay. Und dann habe ich den Sommelier dazu kennengelernt und habe gedacht, okay, alles passt. Klar. Ich glaube, was beide auch sehr irritiert, ist, wenn Karten von Sommeliers, die echt gar keinen Plan haben, gestaltet werden, die dann nur teure Namen einkaufen. Mhm. Was sie noch keine Ahnung haben, auch noch die falschen Jahrgänge kaufen, aber immer nur bestimmte so Name-Dropper. Das ist einfach, dafür bin ich auch zu reif. Ich gehe nicht in ein Restaurant, um zu protzen. Ich gehe mit Freunden, mit lieben Menschen oder mit meiner Verlobten gehe ich ja in ein Restaurant, um eine gute Zeit zu haben. Mhm. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Ich glaube, mit George Clooney mal ein Glas Wein trinken gehen, oder? Nicht immer nur Kaffee. Ich will dann die Hail Mary lieber nehmen. Oh, die hat mir auch gefallen. Gute Antwort. Ich stoß trotzdem mal mit euch an. Roman, du hast gesagt, du legst ganz viel Wert auf die Inszenierung der Weine. Ich habe mich darum bemüht. Philipp war auf meiner Eröffnung, auf dem Grand Opening vom neuen Weingut. Ich wollte ein Weingut bauen, in dem Menschen im ersten Augenblick etwas vermittelt bekommen, ohne dass sie überhaupt jemals einen Wein getrunken haben. Und das ist ganz gut gelungen, funktioniert. Absolut. Und das ist toll. Das aber ich meine auch so, ja, was war die Frage? Entschuldigung. Es geht nochmal um die Inszenierung der Weine. Du hast gesagt, es spielt zum Beispiel auch die Rolle, dass man den richtigen Partner hat. Das ist ja für den Philipp, glaube ich, auch wichtig. Da denken wir beide sehr ähnlich. Ich schätze, dass ihr natürlich auch unglaublich viele Angebote bekommt. Ihr seid beide eine Marke und man bekommt ja jeden Tag im Zweifel Angebote, wo man sich präsentieren kann, wo man irgendwie mitmachen kann, was man alles machen kann. Da heißt es ja auch, man muss gut auswählen. So. Geht man da überhaupt so ran und sagt, wie inszeniere ich die Marke oder macht man es echt nach Bauchgefühl? Es muss passen. Es muss passen. Also ich meine, du hast ja schon eine Idee, für was du stehst, wie du gerne hättest, dass deine Weine, in welchem Kontext sie präsentiert werden, was deine Werte sind, für die du stehst. Und es ist tatsächlich, das ist nicht nur einfach nur Wein, da sind auch gewisse Werte, die damit verbunden sind. Ja. Und deshalb überlegst du natürlich sehr, sehr gut, was machst du. Und du hast manchmal Angebote, bei denen du weißt, sie sind brutal lukrativ und das würde kommerziell mit Sicherheit richtig ploppen. Und du machst es dennoch nicht, weil du findest, dass es nicht zu dir passt. Und manchmal machst du eine Präsentation mit, wo du genau weißt, die wird dir nicht wirklich was bringen. Aber du machst sie, weil du sie von der Idee her gut findest und weil du es für unterstützenswert hältst. Und worst case ist halt, du stehst auf so einer Präsentation neben einem Roman und du merkst, es ist mühsam, es ist anstrengend, irgendwann wirst du mundfaul und irgendwie denkst, oh, jetzt könnte es auch mal vorbei sein. Und neben dir ist einer, der performt wie die Drecksau. Und er macht es auch wirklich mit dieser, das ist ein ernsthaftes Kompliment, der Roman würde, da sind 100 Leute, die durchgeschleust werden müssen. Roman wartet, dass der Letzte die Chance auch noch bekommt, bei ihm das Gleiche zu erleben, was der Erste bekommen hat. Das ist schon geil. Das ist schon eine Gabe. Das ist schon, das macht nicht jeder. Das ist nicht selbstverständlich. Ich kann Paul heute halt nicht leisten und ich mag das nicht. Und ich finde, dass die Gäste, die zu uns kommen, auch das Recht haben, dass sie respektvoll behandelt werden. Mhm. Du hast zu mir gesagt, du willst immer, dass die Erwartung für den Kunden, der kommt, übererfüllt wird. Das finde ich sensationell, den Anspruch. Ne? Finde ich wichtig. Das muss man natürlich auch hinkriegen. Finde ich nicht schwierig. Der entscheidende Punkt ist ja, dass jeder Mensch findet einen Weg, der ihm Spaß macht. Mein Nachbar Egon Müller hat Freude daran, dass er niemand empfängt. Und ich finde das sehr auch okay. Dann mache ich Weltklasse, meine. Das ist schön gesagt. Ich finde es total, ich freue mich. Manchmal ist es anstrengend, aber wenn ich dann drei Gruppen durchgeschleust habe und ich bin echt im Eimer und dann habe ich am Abend eine Abendveranstaltung und dann nachts um 2:30 oder 2:30 putzen wir dann den Boden und ich poliere mit ihr die Gläser. Ganz ehrlich, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich bin so dankbar für meinen Beruf, dass ich ihn gefunden habe, dass der Beruf mich gefunden hat. Mich erfüllt das total. Ich glaube, wir beide haben schon, das ist das Tolle, ich habe ihn erlebt, da war Fußball, da war ich gerade in Berlin. Er hat schwarz-rot-gold, das Gesicht war schwarz-rot-gold. Der Roman ist mit mir verrückt geworden. Ich bin ins Adlon einmarschiert mit einem angemalten Gesicht. Schwarz-rot-gold. Und dann haben wir dort getrunken. Ja. War nett. Das ist ja übrigens das Coole. Ihm macht das ja einen brutalen Spaß, so eine Sales-Tour. Finde ich geil.
Ist überhaupt nicht, ja nicht ist so, nicht ne? mein mit Ding. Also wenn ich habe das alles, ich bin schon mit dem Köfferchen durch Paris, mit dem Köfferchen durch New York und wie auch immer. Super. Vor allem bei den Amis ist halt das manchmal, du bist in irgendeinem Warehouse und musst aus Plastikbechern deine Weine vorstellen und neben dann spucken sie sie in so eine Mülltüte rein. Also es ist schon hart bei den Amis manchmal. Beim Roman glaube ich, dass ihm das sogar noch Spaß macht. Er hat es als Herausforderung nimmt und sagt, ja, das machen wir jetzt heute. Und da muss ich gestehen, wenn der Rahmen so ist, dann ist es für mich tendenziell eher Arbeit. Ich hoffe, heute Abend war es für euch keine Arbeit. Das hoffe ich jetzt mal. Danke sehr. Da stoßen wir nochmal drauf an. Wir schließen ab mit dem ersten Wein des Abends, mit dem Saarriesling. Sehr schön. Da muss ich das Glas wechseln, seht ihr. Also schön, dass du da warst, lieber Roman. Vielen Dank. Schön, dass du hergekommen bist. Dir, Philipp, wie immer, vielen Dank für deine tatkräftige Unterstützung. Und beim nächsten Mal haben wir einen Überraschungsgast und deswegen verraten wir es noch nicht. Also tschin, tschin. Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.